Hey, you guys, this is 9-time women's champion Mickey James, and you are listening to Wrestling Talk Radio. Hallo und herzlich willkommen im Wrestling Talk Radio zu einem neuen Roundtable von uns für euch auf die Ohren. Ich bin der Sven, euer Pumper der Herzen. Und mit mir am Start ist heute die Nicole. Gute nach Frankfurt. Ei, Gude. Zurück. Gude. Wie geht's dir? Ja, jetzt bestens, wenn wir jetzt plaudern, halt, gell? Tja, das ist jetzt einfach so, ne? The Pumper makes the women feel good. Ja. So ist er halt. Oh. Ja. Der geneigte Hörer, der uns vielleicht so ein, zwei Mal schon gehört hat, weiß genau, was heute auf dem Programm steht, wenn wir beide uns unterhalten. Wir reden heute über Impact Wrestling, über Slammiversary, die ja traditionelle Geburtstagsshow der Liga, mittlerweile fast schon die 20. Auflage. Und der erste Pay-Per-View von Impact Wrestling seit fast 500 Tagen mit Fans zurück in der Halle. Keine Einspiele mehr, kein Schweigen im Raum mehr. Echte Menschen, ja. Ja, und ist ja gerade so der heiße Scheiß in den USA, dass Fans zum Wrestling zurückkehren. Bei Money in the Bank soll es da etwas lauter geworden sein, habe ich gesehen. Boah, heilige Scheiße, ey. AEW war auch gut ausgestattet mit Fans. Best in the World habe ich mir auch ein bisschen angeguckt. Da sind auch sehr motivierte Fans dabei. Du merkst einfach, die Leute haben Bock auf Wrestling. Ja, und jetzt sind wir hier in den Skyway Studios in Nashville, Tennessee. Und es ist definitiv ein kleineres Publikum als alle anderen Ligen, die ich gerade eben aufgezählt habe. Aber auch da sind meiner Meinung nach die Fans gut interessiert am Produkt, oder wie siehst du es? Auf jeden Fall. Auch wesentlich lauter geworden, auch beim Knockouts-Title-Match, fand ich. Mhm. Gab es auch viele Chants und viele laute Chants. Und auch halt klar, auch schon bei der Pre-Show. Also wir waren schon gut dabei, halt auf jeden Fall. Natürlich ein paar mehr Zuschauer, klar, immer mehr Lärm. Aber es war halt auch für Impact-Verhältnisse endlich mal wieder. Ja, ich hatte mich nicht mehr dran gestört, dass am Anfang keine Fans und auch keine Einspieler da waren. Zum Schluss hatte ich mich eigentlich sehr dran gestört, dass Einspieler kamen, weil sie halt nicht passend waren. Mhm. Und so wie es jetzt natürlich ist, auch wenn es, weiß ich nicht, wir haben versucht zu schätzen, 300. So ungefähr, ja. Denke ich mal so in dem Dreh, Fans da waren, konnte man also auch sagen, das hat auch halt wirklich die Atmosphäre und auch den Event natürlich dann schon halt wieder auf eine andere Ebene geführt. Es ist halt einfach so. Es ist bei jeder Sportart so, das haben wir jetzt auch schon oft genug gesagt. Ne? Wrestling oder Fußball oder sonstiges ohne Fans ist Kacke. Ist einfach scheiße. Mit Fans ist es halt doch wieder ein Stück emotionaler. Definitiv. Und es ist auch ganz deutlich im Main Event erkennbar. Der Main Event hätte so, wie er jetzt durchgeführt worden ist, ohne Fans nicht funktioniert. Warum, begründe ich dann nachher. Okay. Bin ich absolut überzeugt, das Match hättest du, wenn du es so durchgeführt hättest, wie sie es jetzt effektiv gezeigt haben bei Slammiversary, ohne Fans nicht machen können, sollen, dürfen, müssen, wie auch immer. Pack das Verb rein, was da passt. Was ich tatsächlich auch ganz charmant finde, wenn so wenig Fans in der Halle sind, ist, dass du die einzelnen Fans tatsächlich auch besser hörst. Und da gab es auch im Main Event dann irgendwie so einen Moment, wo es einen Nearfall gab und einer von den Fans schreit, you can't beat a wrestling god that easily. Und alle Fans flippen komplett aus und buhen den Typen aus und that guy sucks. Sowas finde ich ja ganz witzig, weil es dann so eine Eigendynamik im Publikum entsteht. Aber grundsätzlich schön, dass Fans da sind. Ich sag's auch einfach mal so, wenn wir jetzt auch gleich in die Show einsteigen. Der erste Pinfall der Show, der in der Pre-Show stattgefunden hat, hat direkte Gänsehaut bei mir ausgelöst.
So, das wäre erst der erfolgreiche Cover. Der erste erfolgreiche Three-Count zum Titelgewinn von DK. Hatte ich echt eine kleine Gänsehaut. Das war echt schön. Einfach mal dieses One, Two, Three in einem Impact-Produkt endlich wieder authentisch mitzuhören. Schön. Ja. Und die Fans es auch sehen wollten, dass die Titel wechseln. Genau. Ein Disclaimer geben wir noch vorneweg durch. Wir haben beide jetzt im Vorfeld zu dieser Aufnahme heute am 21.07. Die Taping-Spoiler gelesen für die nächsten Wochen. Aber wir werden nicht darauf eingehen im Rahmen von diesem Podcast. Weil es einfach so ist, dass Impact ja bekanntlich für etliche Wochen wieder Zeug aufnimmt. Und wir können jetzt halt schlecht sagen, Leute, pausiert ihr mal den Podcast, guckt jetzt mal die nächsten 6 Wochen Impact an und dann hört ihr hier weiter. Das ist nicht zielführend. Also wenn ihr da mit uns drüber diskutieren wollt, dann schreibt uns am besten direkt an. Wir werden hier nicht auf die Tapings eingehen. Ja, es wird viel passieren, das ist klar. Aber wir haben auch schon intern in der WTR-Gruppe diskutiert. Es wird überall in jeder Liga jetzt viel passieren. Man will sich natürlich gnadenlos übertreffen. Ja, klar. Es ist halt gerade dieser Hype da, ne? Sind wieder Fans da. Wir ballern es jetzt voll mit Ereignissen. Mal gucken, ob das gut geht, wie lange es gut geht. Vince Russo, gefällt das? Mal schauen, ob wir dann nicht in 4 Wochen Tagen komplett ausgebrannt und die Hirne leer haben. Ja. Ja, kann auch passieren. Ja, dann würde ich sagen, wenn du nichts anderes mehr hast, springen wir rein ins Slammiversary und wir beginnen mit der Pre-Show, würde ich sagen, oder? Oder möchtest du noch was anderes vorher loswerden? Nö, ich glaube, es ergibt sich so, also denk mal, wir schwätzen erstmal über die Pre-Show. Auf jeden Fall. Ja. Die habe ich mir tatsächlich auch mal angeguckt. Ich bin ja traditionell kein Pre-Show-Gucker. Aber wenn da DK auftreten in der Pre-Show und es geht um die Knockouts-Titles gegen Fire and Flavor, dann ist der Pumper am Start, weil DK findet er cool. DK ist gerade frisch gewachsen um ein neues Mitglied, liebe Nicole. Ja. Das hat dir sehr gut gefallen. Havoc ist jetzt mit am Start. Und die hat sich natürlich nicht einfach nur so angeschlossen und hat gesagt, hier, ich mache jetzt bei euch mit. Ne? Sowas wird ja standesgemäß gemacht hier in DK Country. Der Father war wieder da. Father James Mitchell. Und er hat sie eingeführt. Und ich finde es einfach cool, dass Havoc und Rosemary, die sich ja über die letzten, man möchte schon was sagen, Jahre immer wieder auch in bekriegt haben, in diversen Dimensionen und Parallelwelten. Aber auch teilweise zusammengearbeitet haben, wenn es von Nutzen war. Genau, aber jetzt sind sie eben auch tatsächlich ein Team. Mhm. Und was mir hier direkt sofort aufgefallen ist, der Entrance zu viert schaut schon sehr gut aus. Ja, mit diesem blauen Licht, ja, dem Schwarzlichteffekten, die Musik, die Nebel, die Schatten und dann kommt Havoc als Erste raus, dann Rosemary, dann Crazy Steve und Black Taurus. Das ist schon sehr, sehr gut choreografiert. Und dann geht das Licht an und mein Fanherz hat es springen angefangen, weil aufeinander abgestimmte Kleidung. Ach, ich liebe ja sowas, solche Details. Ja, halt schön schwarz-rot. Passt ja gut, das schwarze, böse Rot für Blut. Also, alles gut gemacht. Ja, was hast du zu dem Match? Ja, erstmal große Freude. Ja, hatten wir uns ja auch schon drüber unterhalten. Weil Havoc alleine, hättest du jetzt Havoc auch nicht mehr alleine irgendwie bei Impact laufen lassen können. Wie, ich meine, die hat auch schon alles durch. Und ja, deswegen war es da eigentlich logisch mit Rosemary. Passt das wie die berühmte Faust aufs Auge. Mhm. Ja, die K legen los wie die Feuerwehr. Es scheint normal zu sein, wenn man aus der Hölle kommt. Erstmal ist man heiß auf die Titel. Ja, und Fire and Flavor versuchen Rosemary halt im Ring zu halten.
da sie ja die vermeintlichere, schwächere im Team bei DK angesehen wird und ja, muss halt ein paar Sachen fressen. Was halt auch gefallen ist, ich glaube, Tasha Steeles hat ziemlich doch schon ein bisschen viel gecallt, so was man so gesehen hat. Aber Fire and Flavor nutzen halt auch so, ja, was bei denen immer gut ist, wirklich jeden kleinen Trick, viel Trash-Talking, um sich halt da auch immer wieder einen Vorteil zu verschaffen. Und ja, DK lassen sich eigentlich davon nicht beeindrucken und smarten eigentlich Fire and Flavor irgendwie aus und siegen dann halt zum Schluss. Ja, ich meine, ich glaube, Tasha Steeles hatte Rosemary rausgehauen. Nee, Tasha Steeles hat ist auf Taurus und Gracie Steele Gracie gesprungen, ja. Glaube ich, ne? Draußen und Rosemary war ja auch, weil sie die vorher rausgeschmissen hat, da war die Kameraführung wieder mal ein bisschen so, und Rosemary kommt von der Seite wieder rein und verpasst Tasha Steeles ein Spear, aber da war wieder die Wiederholung eigentlich zu sehen und das kleine Bild war oben, als Rosemary halt Tasha Steeles halt den Spear verpasst. Steeles und Rosemary waren draußen. Ja, und Kira Hogan denkt so, ja, okay, alles in Ordnung hier, und dreht sich rum und dann sieht sie halt auf einmal, dass Rosemary vor ihr ist und Havoc hinter ihr. Ist natürlich doof. Ja, und da hat es halt dann auch nicht lange gedauert. Ja, das, ja, Kira Hogan wollte halt noch ein Super Hold an Havoc probieren und die Münze ist halt um zum Piledriver und Tombstone, ja, Tombstone Piledriver, oder? Kann man schon sagen. Ja. Das fand ich und auch sehr, sehr cool. Weißt du, ich habe erst gedacht, die bricht jetzt einfach nur aus dem Hold aus, ja. Ja. Und zieht sie einfach rüber. Das ist so ein Überwurf. Und stattdessen kommt dann direkt der Piledriver zum Sieg. Und das fand ich schon sehr cool auch. Also auch gut, dass Havoc diejenige war, die Titel eben fürs Team gewonnen hat als neues Mitglied im Stable. Und ja, ganz viel richtig gemacht, würde ich sagen. Ein Piledriver, der am Anfang des Abends auch noch die Wirkung gezeigt hat, ja, wie es eigentlich ein Piledriver sein soll. Es sollte nicht der letzte Piledriver an dem Abend werden. Ja, aber alle kicken aus irgendwie so. Also Havocs Piledriver scheint die bessere Variante zu sein als alle anderen. Sie sollte vielleicht mal ihrem Mann. Sind die eigentlich verheiratet? Weiß ich gar nicht. Ich kenne mich mit sowas nicht aus. Aber sie ist mit Callahan noch zusammen. Aber ich weiß gar nicht, ob die verheiratet sind. Ich glaube nicht. Ich glaube. Aber sie sind zusammen, ja. Der hat ja dann auch noch ein paar Varianten gezeigt. Ja gut, hier hat's halt gut hingehauen. Und ja, meine Freude war auch groß. Sie war auch deswegen groß, weil ich im Kick-Tipp meinen Tipp noch geändert hatte. Ich hatte erst Fire and Flavor getippt und dann irgendwann, aber ich tippe immer erst so am Anfang und dann am zweiten Tag denke ich drüber nach immer und denke dann so, ah, nee. Und dann habe ich auch gedacht, naja, komm, also Havoc und Rosemary hatten ja jetzt in letzter Zeit eigentlich nichts. Eigentlich immer Niederlagen an das jetzt ihnen ja auch nicht unbedingt schadet. Ich meine, es ist halt eine Kategorie, wo man halt sagen muss, dass sie durch die Storys halt immer doch ein bisschen over sind und halt da immer mal Siege rausholen. Also von daher. Aber ich dachte ja, komm, Havoc ist jetzt neu mit dabei. Rosemary hatte auch schon lange nichts mehr gehabt und hatte jetzt auch ein paar, ja, ich glaube zwei Chancen auf den Impact Women's Knockout-Title oder eine. Hat da auch immer gelost. Denke ich, ja, komm, es wird mal wieder Zeit für Rosemary, auch mal ein Titel. Der letzte war 2016. Das ist schon eine ganze Weile her, ja. Ne? Bis 2017, glaube ich, so ungefähr. Da hatte ich nämlich noch meinen Schlaganfall. Deswegen habe ich mir gedacht, also komm, es ist jetzt 5 Jahre her.
gib dir doch mal bitte jetzt einen Titel. Und das kann man halt machen, wie gesagt, als Team. Für Decay, als Stable braucht man halt auch ein bisschen was mal in der Hand. Von daher, auch von der Zeit her, Decay war dominant, Fire and Flavor waren auch gut, also das Match war gut, da war nichts Spektakuläres dabei, aber es war ein gut geführtes Match, ohne auch irgendwelche sonstigen Fehltritte, sage ich mal, oder Botches oder so, was man ja immer gerne sagt, aber da hat alles gepasst. Also von allen Vieren super gut gemacht. Und ich finde es tatsächlich auch sehr cool, dass die Knockouts eben die gleichzeitig Ehre als auch Aufgabe bekommen haben, als erste eben seit 500 Tagen wieder vor Fans rauszugehen. Ja. Dass die vier Mädels hier praktisch diejenigen sind, die die erste Begeisterung der Fans abbekommen. Das haben sie sich auch verdient und wie gesagt, der erste Pinfall an dem Abend, der da erfolgreich durchgeht, das erste 1-2-3, das war schon cool. Finde ich auch schön, dass es eben bei Decay gelandet ist. Ich war im Vorfeld auch ein kleines bisschen skeptisch. Oh, Decay doch nur in der Pre-Show. Aber, ja, ich auch. Pre-Show, Aber also jetzt so im Nachgang, nachdem ich das gesehen habe, denke ich mir, ja, war doch absolut in Ordnung. Ja. Dann gehen wir in die eigentliche Show rein. Opening-Video, schön erzählt von Sami Callihan. Er als Fokus, als Underdog, als vermeintlicher Retter und derjenige, der den Gürtel heimbringt. Gegen den, laut Don Callis, besten Wrestler aller Zeiten. Das mit der Promo und mit der Spiegelung, wie er selber mit sich im Spiegel labert. Das war schon gut gemacht. Das fand ich halt auch ziemlich geil. Und ist ja mal aufgefallen, halt, na klar, wen sie alles gezeigt haben: AJ Styles, Cass Aaron, Samoa Joe, Christian. Das volle Programm halt. Sting, Jeff Hardy, also alles. Ja, ich hab mir halt gedacht, ich hatte ja auch mit Jan diskutiert. Man hat zwar ein bisschen mehr Zuschauer dazu bekommen, seit man diese Kooperation hat mit All Elite Wrestling. Und man hat halt zugelegt im jüngeren Zuschauerbereich. Man hatte grundsätzlich war Impact Wrestling immer bei den jüngeren Zuschauern die Show mit den ältesten Fans. Das sind sie jetzt nicht mehr. Sie sind jetzt nach All Elite Wrestling die zweite Wrestling Show mit den jüngsten Fans. Und das scheint in den USA halt, also je jünger du das Publikum in dieser Quote halt anscheinend ansprechen kannst, ist anscheinend gefällt es einem TV-Sender immer mehr, die jüngeren Fans natürlich anzusprechen, als jetzt die älteren. Logisch. Und da habe ich mir auch gedacht, ja, gar nicht mal so dumm. Zeigt den jüngeren Fans jetzt eigentlich erstmal, wo ein AJ Styles herkommt. Weil viele ja immer noch denken so, ja gut, der kam in die WWE, wo war der vorher eigentlich so? Und viele sehen dann jetzt, okay, und Jeff Hardy war da auch, was? Sting? Hä? Samoa Joe? What? Die kriegen das dann jetzt halt, ich habe über Twitter halt dann viele Sachen so ein bisschen so drüber gelesen, da waren halt wirklich Leute dabei, die dann gesagt haben, was, Samoa Joe war bei Impact? Das waren halt auch viele, haben dann gesagt, so, hey, ich werde mir mal das Abo bestellen und mal gucken, was der so da gemacht hat. Mhm. Also Sinn erfüllt. Ja, aber man hat halt trotzdem den Fokus auf Kelly angelegt. Ich meine, es ist auch absolut sinnvoll, eben auch seine Geschichte, die man hat, als Liga stolz zu sein. Ja, wir hatten eben mit genau den ehemaligen, die du gerade erwähnt hast, herausragendes Wrestling in der Vergangenheit. Und jetzt ist halt bei Slammiversary 2021 die Situation die, dass Impact Wrestling keinen World Champion hat, weil der World Champion ist in einer anderen Liga und Sammy muss jetzt den Karren aus dem Dreck holen. Und ich fand es wirklich sehr, sehr gut auch geschnitten, wie eben dieser normale Sammy Callihan mit der Baseballkappe sich mit seinem blutverschmierten, abgekämpften Deathmatch-Spiegelbild unterhält und sagt, ich brauche dich an der Stelle. Am Schluss sorgen zwei davon da. Das war schon gut gemacht. Also sehr kreativ, sehr gut umgesetzt.
Denk mal, das ist bestimmt auch wieder so eine Idee von ihm gewesen oder so. Also genau das war schon gut gemacht. Und dann beginnt die Show ganz klassisch für eine TNA-Show, beziehungsweise für eine Impact Wrestling-Show, Entschuldigung, Nicole. da habe ich nämlich, nur mal kurz aus dem Nähkästchen plaudern, schon Anschiss bekommen von unserer guten Nicole, dass mir in der Time Machine da des Öfteren TNA rausrutscht. Gut, wir beginnen ganz klassisch für eine Impact Wrestling Show mit einem X-Division-Title-Match und mit der Paradedisziplin Ultimate X. Josh Alexander verteidigt seinen Gürtel gegen Chris Bay, gegen Ace Austin, gegen Rohit Raju und gegen Trey Miguel. Nicole, Match of the Night? Ich schwanke, aber ich muss halt sagen, ich habe zwei Match of the Night. Geht das? Ich muss echt sagen, ja, ich bin ja kein großer Freund von diesen Spotfesten, ja, und diese ganzen X-Division-Matches können ja manchmal schon sehr spottig werden. Was ich in diesem Ultimate X-Match bekommen habe, waren Wrestling-Spots, die habe ich so noch nie gesehen. Dankeschön. Ja, kann ich nur bestätigen, habe ich hier auch gleich als erstes stehen. Da waren Sachen drin, die habe ich noch nie gesehen. What? Ja, Sehr kreativ. Und zwar in alle Richtungen. Ja, also wir haben natürlich haufenweise High-Flying da drin. Was ich sehr, sehr witzig fand, war, dass man direkt am Anfang etabliert hat, Rohit Raju ist so klein, der kommt sowieso nicht hoch zu den Kabeln. Also versucht der Typ, sich mit diversen Hilfsmitteln, ja, mit dem Seil, mit dem Haken, Das den mit dem Gürtel Haken fand runterzuziehen. ich Das sehr fand ich witzig. super kreativ. Das passt Und zum Charakter. Weißt du, dann ist er da immer noch zu klein. Er holt sich einen Stuhl, stellt sich auf den Stuhl drauf, wird von dem Stuhl runtergespiert. Boah. das war so, sagen, kann man ja halt schon sagen, der Unterhaltungsfaktor schon mit in dem Match. Plus, dass er halt nicht jetzt der Clown ist, der nichts kann. Halt, er kann ja auch, ne, vieles Gutes zeigen. Von daher muss ich auch sagen, also Burger hat mir ja schon geschrieben, für ihn war halt MVP in dem Match halt Ich habe noch Petey Williams vergessen Rohit aufzuzählen. Raju. Entschuldigung, fällt Oh mir gerade ja, auf. da habe ich auch noch was stehen. Ja, auf jeden Fall. Ja, diese, was war das? Submission-Kette? Weiß ich nicht, habe ich noch nie gesehen. Das war Wie halt. alle dran aneinander hängen, plus Josh Alexander hängend drunter. Wer war das? Chris Bay? Der hat einen Ankle-Lock an Chris Der. Bay angesetzt. Von den Kabeln hängend. Wie gut sah das aus, bitte? Ja, aber nur weil ihn. Wer hat ihn da hochgehoben? Wer war das denn? War es Ace Austin? Nee. Weiß Oder? es nicht mehr. Keine Ahnung, ja. Aber irgendeiner hat ihn ja dann hochgehievt, er hält ihn fest, dann. Oh, das war. Also, keine Ahnung, aber gesehen, weiß ich nicht. Also, ich gucke jetzt lang genug Wrestling, aber das habe ich, nein, noch nicht gesehen. Das ist, ja. Da möchte ich dir noch ein Stichwort zurufen. Canadian Destroyer. Von Also, ich den fand. Kabeln runter. Ja, ey, 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 das steht hier auch noch. Also, PT Williams habe ich ja am Anfang gedacht, sag ich, muss es wieder sein, aber nach dem zweiten Auftritt habe ich mir gedacht, ja, okay, der Mann ist so fit. Pff, alles klar, kann bleiben. Die Chants für ihn sind halt auch schon recht cool, muss man sagen. Also, was er an Leistung bringt, auch in den Wochenshows, Respekt, also. Und dann dieser, ja, Canadian Destroyer an Bay war das, der auf den Schultern von Josh Alexander eigentlich sitzt. Und dann führt er diesen Canadian Destroyer von da oben aus. Ich habe dann, glaube ich, noch dreimal zurückgespult und habe mir das angeguckt. Ich so, was zur Hölle? Und so sauber auch. Ich saß Weißt du, da, ja, ohne zu schwanken, ohne irgendwie einfach zack, bam. ich hab's Krass. Canadian Doomsday Device genannt. Das kann man auch, ja, das kann man auch so nennen. Leck Nee. mich am Arsch. Das war schon heilige Scheiße, das war echt abgefahren. Also,
Und die da war ja auch noch so die Aktion mit den Chops, während man kopfüber an den Seilen runterhängt, so, ey, ich chop dich jetzt mal hier und du mich. Und ja, das, man kann alles gar nicht aufzählen, was man da so mit hingebracht hat. Also es war ein überragender Opener auf jeden Fall. Und für die Kategorie, für die X-Division, muss man halt sagen, ein 1A-Match, was man, wenn man nicht viel mit Impact am Hut hat, aber auf so ein bisschen X-Division-Style halt steht, ist ein Muss eigentlich, dieses Match sich anzuschauen. Also ich habe auch schon mal Twitter-Werbung gemacht, wenn ihr nicht den Event schauen wollt, dieses Match müsst ihr schauen. Ja. Also das genauso wie Josh Alexander gegen TJP. Ne? Mhm. Das habe ich auch schon als weiter empfohlen. Mhm. Und damit fing es ja an. Ich hatte gelesen, man will die X-Division halt jetzt echt wieder sehr, sehr, sehr pushen. Und mit dem Match zwischen Alexander und TJP hat das halt angefangen, dass man den Fokus auf diese Division halt wieder sehr stark legt, was auch okay ist, weil das immer einer der exzellenten Division, jetzt kann ich TNA sagen, gewesen ist und auch wieder sein muss. Und also ich sag's, von daher ich sag's zufrieden. Dir, es macht mich unglaublich glücklich zu sehen, wie gut Josh Alexander sowohl als Champion als auch als Babyface-Champion oder als Babyface generell funktioniert. Ja. Wie die Fans eben ihn als Walking Weapon eben anfeuern. Du hast es, das Ironman-Match gerade angesprochen. Muss man definitiv am Jahresende bei Match of the Year mit nennen in der Kategorie, zumindest nominieren. Ganz, 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 ganz starkes Ding. Und auch hier jetzt halt wieder eine ganz starke Leistung von ihm. Als New Japan-Fan macht es mich dann auch noch glücklich, dass er tatsächlich jetzt auch bei New Japan den Fuß in der Tür hat. Ja, bei den US-Shows ist er jetzt auch schon mit am Start. Okay. Das lässt mich hoffen. Habe ich gar nicht mitgekriegt, aber du hattest mir das ja schon im Voraus gesagt, weil bei New Japan bin ich nicht mehr so aktuell drin. Ja, aber weil da liegt man jetzt eben bei Strong eben auch einen ganz starken Fokus drauf, sich einen schönen US-Kader aufzubauen. Und gerade nachdem er jetzt auch ganz offiziell Kollaborationen noch und nöcher scheinbar hier in dem Bereich stattfinden. Ja, wir sehen später den Einspieler für Bound for Glory mit offiziell Ankündigung Impact, AEW, AAA, New Japan. Und New Japan. Ja, alle dabei. Die Original-Logos, ey. Krass. Finde ich echt stark, dass man da jetzt so offen an die Geschichte rangeht. Und ja, wie gesagt, für den Josh Alexander freut es mich unglaublich. Das wäre dann auch jemand, der vermutlich dann bei New Japan eher in der Junior-Division starten würde, aber der halt mit seinem Stil dort heraussticht. Ich glaube, der wird sogar schon mit seinem Look in Japan rausstechen, mit diesen Ohrenschützern. Ja, halt wirklich so ein Wrestling-Guy. Ja. Halt, auf jeden Fall. Ich möchte das Finish noch ganz kurz von dem Match hier erwähnen, wo sich eben Chris Bay und Josh Alexander oben an den Kabel hängen, prügeln um den Gürtel und Ace Austin meint, er ist jetzt hier der Smarte und springt da rein und klaut den Gürtel und der Gürtel geht einfach hoch und Ace Austin fliegt vorbei. Das Einzige, was mir da jetzt so kleines bisschen Abzug in der B-Note geben muss, ist der Kommentar, weil Striker und D'Lo am Anfang erwähnen, ja, Regel ist, du musst den Gürtel abhängen und dann mit den Füßen auf den Boden kommen. Ja, Josh Alexander hat den Gürtel in der Hand am Schluss, Chris Bay stürzt ab und das Match wird abgeläutet. Ja, habe ich hier auch noch stehen. Dann denke ich, ja, Striker ist glaube ich der dann sagt, versucht es zu retten. Der Ringrichter sieht, dass da keiner mehr in der Nähe ist, also geht er jetzt davon aus, dass Alexander jetzt auch gleich runterkommt und das Ding gewinnt. Aber das war doch, war das früher auch so? Ich hatte noch überlegt, weil hat es nicht gereicht, abhängen, fertig? Ja, eigentlich schon. Aber ich meine, wir hatten in der Vergangenheit auch schon bei der WWE Leiter-Matches, wo der Gürtel abgehängt werden musste zum Sieg und dann hast du Leiter-Matches gegeben, wo du die Leiter auch wieder runterkommen musstest.
Das ist aber auch schon lange her. Das ist halt Aber einfach jetzt. inkonsistentes Booking an der Stelle. Geht halt nichts mit einem klassischen Three-Count, ne? Da kannst du wenigstens verkehrt machen. Außer bis King Kong Bundy. Ja, vielleicht wollten sie es halt so neu machen und Josh Alexander hat halt erstmal gedacht, ich muss mich mal hier oben ausruhen, Moment mal. Und ist halt nicht gleich runtergesprungen halt, ne? Wie gesagt, das ist eine Kleinigkeit. Wenn es der Kommentar nicht erwähnt hätte, wäre es nicht Ja, aufgefallen. genau. Alles gut. Ja, Aber 15 Minuten. Super kreatives Ganz Match. geile Action, ja. Keine Pause. Ja, und dann geht's weiter mit Tag Team Action. Auch ein sehr smartes Match an der Position 2. Die endlose Fehde zwischen Brian Myers und Matt Cardona geht in die nächste Runde. Brian Myers hat sich Tennille Dashwood an die Seite geholt. Matt Cardona hatte im Vorfeld angekündigt, dass er auch jemanden hat. Und dann ging natürlich die große Rätselraterei los, wobei man ja schon in der letzten Show vor Slammiversary schon sehr offensichtlich gemeint hat, hier, and the partner is gonna be a hot mess. Ja gut, mit Cardona die Ex-Freundin gegen die jetzige Freundin. Das ist schon cool, ne? Der ehemals beste Freund und die Ex-Freundin ja. Und die aktuelle mit dabei. Es ist halt irgendwie so mittlerweile eine Slammiversary-Tradition scheinbar, dass kurz vor Slammiversary eine Entlassungswelle bei der WWE passiert und wir dann Rätsel raten, wer taucht denn von denen alles auf? Ja, anscheinend weiß ich nicht. WWE sagt dann auch immer, hallo, wir schmeißen welche raus. Ja, also Spoiler, dieses Jahr hat man sich dann eher am letztjährigen Entlassungsjahrgang bedient. Matt Cardona allerdings hat er da so seine Kontakte und packt halt hier seine Freundin aus, seine Real-Life-Freundin. Chelsea Green ist da und wir sind jetzt wieder genauso weit wie in der Pre-Show aufeinander abgestimmte Outfits. Mm. Das war cool. Ja, dass Chelsea Green da rauskommt, die eine Seite im Gesicht normal geschminkt und die andere eben im Laurel Furness-Look. Und Matt Cardona eben genau andersrum. Spiegelverkehrt. Und farblich abgestimmte Outfits. Das war cool. Mochte ich. Ja. Und das Match? War da. Du, also ich weiß nicht, ich weiß. Ja, gut, wir sind beide keine Fans von Matt Cardona und von Brian Myers. Ich habe jetzt auch nicht unbedingt viel gegen Chelsea Green, geht so. Tennille Dashwood macht Tennille Dashwood Sachen mit Caleb. Es ist halt hier nur ein bisschen komisch, die sind zu fett. Zu fett. Und losen trotzdem das Match. Das ist die Kraft der Liebe. Ja, ach so, okay. Liebe, what? Power of Love und so. Okay, ja. Entweder es war ein das, kurzes, schmerzloses, recht gut geführtes Match, kann man sagen. Also 6 Minuten. Es ist entweder die Power, die Kraft der Liebe oder das Suspensorium, was halt Matt Cardona und Chelsea Green den Sieg bringt. Ja, ich meine, der erhebt sie ja, glaube ich, zum Schluss noch so hoch wie einst Randy Savage, seine Miss Elizabeth. Und ja, kann man machen für zwischendurch, um wieder runterzukommen nach dem Opener, ist das okay. Es gibt aber, denke ich mal, ja, ein Match, das hätte man vielleicht dann doch in die Wochenshow bringen können. Aber gut, das war auch recht kurz gehalten. Hier ist es auch okay. War kurz gehalten, das ist auch gut so. Ja, wie gesagt, es ist jetzt kein Match, was mich vom Hocker reißt, aber ich fand es trotzdem sehenswert. Ja, alleine die Tatsache, dass Chelsea Green da ist, finde ich gut. Sie ist ja jetzt auch bei Ring of Honor im Gespräch gewesen und ist ja aktuell auch offiziell noch verletzt. Aber es war ein cooler Feel-Good-Moment. Ja. Und dieses ganze Storytelling eben, diese ganze Geschichte, Ex-Freundin und bester Freund, Fragezeichen, ehemals bester Freund, Fragezeichen. Ich meine, wer findet es nicht gut, wenn die Ex-Freundin von der aktuellen verkloppt wird? Ja, also Matt Cardona gefällt das.
Ich fand tatsächlich auch diesen Spot mit dem Suspensorium. Ich meine, das ist jetzt auch nichts innovativ Neues. Das haben wir auch schon ein paar Mal gesehen. Und es ist dann natürlich hier Guilty Pleasure, so ein getragenes Suspensorium dem Gegner ins Gesicht zu drücken. Das ist fast so geil wie eine Mülltonne über dem Kopf stecken und mit Kendo-Sticks dagegen hauen. Ja, aber Chelsea Green mit dem Tiefschlag, ja, bei einer Frau, ich weiß nicht. Ja, aber mit dem Gipsarm, ne? Ja, gut, stimmt schon, mit dem Gipsarm. Ja, das habe ich eigentlich auch wieder vergessen. Stimmt, das also tut uns weh, ja. Es ist wahrscheinlich dann so, wie du fährst Fahrrad und rutschst aus und fällst auf die Stange. Genau. Reicht, um dich 3 Sekunden lang bewegungsunfähig zu machen. Ja, genau. Siehst ein paar Sternchen, Ding, hat sich erledigt. Ja. Ja, wie gesagt, ich finde es okay, das Match. Es tat nicht weh. Ich hätte jetzt ganz gerne langsam ein Ende hinter dieser Myers-Cardona-Fehde. Aber für den Moment, dass eben Chelsea da zurückkommt. Ja, ich glaube, dieses. Ich glaube, das bleibt noch ein bisschen, weil diese Aktion, diesen Mixed Tag Team Match zeigt man ja auch später, oder? Doch, bei Homecoming. Mhm. Wird sie ja zu einem Turnier kommen. Mixed Tag Team Turnier, ja. Mixed Tag Team Turnier, ja, kann man auch mal machen. Warum ja. nicht? So. So. Wir sehen oft genug solche Matches bei Impact, also ja, kann man machen. Übrigens ist das Vorstellungsvideo von Chelsea, wie sie da eben reinkommt, war ja auch gut gemacht tatsächlich. Ja, einfach nur mit dem grünen Hintergrund, ne? Chelsea Green. und den Hochzeitssong. Das war gut gespielt mit der Gegenwart, als eben Chelsea Green ist und der Vergangenheit, dass sie Laurel Van Ness war. Das kann man echt gut machen so. Ja, auch so ein leicht durchgedrehter Charakter wie Rosemary und so. Mhm. So jung. Wir haben einige durchgedrehte Charakters bei den Mädels bei Impact. Das haben wir ja in der Vergangenheit auch schon gesagt. Du hast ja da einmal diese Wrestling-Fraktion gehabt und dann die durchgedrehte, die Untoten. Ja, war passend. Wie gesagt, nach dem Opener ein bisschen ja, runterkommen. Ein bisschen Unterhaltung und dann okay. Genau. Weil es im nächsten Match dann schon mal wieder eine ganze Nummer härter wird. Wenn W. Morrissey antritt gegen Eddie Edwards. Das Herz und die Seele von Impact Wrestling. Oh. Ja, und Morrissey ist bisher unbesiegt. Und marschiert da ganz gut durch. Erinnert die Fehde nicht an irgendeine Fehde, wo auch Eddie Edwards eine Rolle spielte? Es ist halt jede Fehde von Eddie Edwards. Ja, aber mit so einem großen, großen, breiten Guy. Ne? Moose. Ja. Es ist eigentlich 1:1 das, was Eddie Edwards mit Moose halt gemacht hat. Nur finde ich Moose halt ein Stück besser im Ring. Weil was Morrissey da halt im Ring halt zeigt, ist halt okay für einen Big Guy, aber es ist mir halt echt einfach zu eintönig. Also alles, was ich jetzt bisher da so an Matches gesehen habe, ist halt immer viel Big Boot, viel Schläge und so, ja, Powerbombs. Hm. Ja, dafür ist aber sein Selling halt echt immer gut. Wenn er halt auch was abkriegt als Big Guy, stellt er das halt auch immer recht gut weg. Und ja, mein Eddie kann ja gut mit den Big Guys. Wenn man sich da halt auch, wie gesagt, an die Matches gegen Moose erinnert, war das hier auch ganz okay. Mousy ist halt ein bisschen limitiert, finde ich, im Ring. Halt, wie gesagt, Big Boot, Schläge, Powerbomb reichen mir da halt irgendwann nicht mehr aus. Also vielleicht packt er auch irgendwann mal noch ein paar Sachen dazu. Er sollte halt sich irgendwie auch, denke ich mal, nach und nach so ein paar andere Aktionen in seinen Matches einbauen, sonst wird es halt echt eintönig. Was das In-Ring-Working betrifft, ja, und Eddie haut halt auch wirklich, war ein gutes Match von der Zeit her auch, ist ein absolut guter Worker, Eddie Edwards, ja,
Wenn ich ehrlich bin, gebraucht hätte es jetzt halt nicht. Also das wäre jetzt, sage ich mal, für mich auch so ein Match gewesen, was hätte auch in der Wochenshow laufen können. Aber auch das nächste Match, wo wir nochmal drauf kommen, ist eigentlich das gleiche, ab in die Wochenshow. Ich kann aber verstehen, dass man das halt beides mit auf die Karte gesetzt hat, weil man halt natürlich das erste Mal wieder nach der langen Zeit vor Fans halt performt und dann will man natürlich den so viel wie möglich halt bieten. Das ist okay, aber es für meinen Geschmack, ja, Wochenshow hätte auch geschickt. Ich gebe dir recht, es wäre ein absolut ordentlicher Wochenshow-Main-Event gewesen. Ja, Ja, hätte man da. das hättest du in der Impact-Show gut aufbauen können und die Sendung damit beenden können. Ich finde allerdings tatsächlich, dass das Match auf der Card gut gepasst hat, weil es eben dann nochmal eine neue Facette reingebracht hat, eben nach der Action im Opener und dem, ich nenne es jetzt einfach mal Entertainment jetzt im Match 2, kommt hier halt dann zum ersten Mal so ein bisschen Hard-Hitting mit dazu. Und Hard-Hitting haben die beiden ja sich ordentlich gegeben. Außerdem halt ganz klassisches Storytelling, ja, körperlich unterlegene Underdog-Babyface gegen das große, starke Monster. Auch der Kommentar hat es gut aufgespielt. Wie soll Eddie Edwards denn bitte seine Trademark-Moves bringen, wenn er so viel kleiner und so viel leichter ist? Nur um dann am Schluss komplett apeshit zu gehen, wenn dann doch die Blue Thunder Bomb kommt. Und ja, wie gesagt, oder wie du es eben auch sagst, die Moves von W. Morrissey sind jetzt nicht so vielfältig, aber er hat die nötige Intensität drin. Ja, das stimmt, ja. Ich fand zum Beispiel auch den F5, den er gezeigt hat, sehr interessant. Der sah zwar ein kleines bisschen seltsam aus, weil er eben nicht wie ein Lesnar F5 auf den Oberkörper gezielt war, sondern mehr auf den Unterkörper, mehr auf die Beine gegangen ist. Aber grundsätzlich passt es auch zu ihm. Ja, dass ihm das wurscht ist, so vom Charakter her. Wie er Eddie Edwards durch die Gegend schmeißt. Ja, wenn der Kerl am Schluss nicht mehr stehen kann, nicht mehr laufen kann, kann er auch keine Boston Knee Party zeigen. Ja, für einen Moment hatte ja die Taktik ja auch funktioniert. Das sage ich dir schon, weißt du, so Kleinigkeiten wie, dass er Eddie an den Haaren die Rampe hochzieht. Ja, sind ja schon Sehr vom barbarisch. Storytelling her passende Aktionen. Ja, und oder die Schläge, die Faustschläge auf die Herzgegend. Ja, also effektiv halt auf die Brust. Der Kommentar sagt, dass er dem Heart and Soul of Impact Wrestling eben versucht, das Herz zum Stillstand zu prügeln. Ja, Rauszuprügeln, verdammt, ne? das ist ganz einfaches Storytelling und ich fand's gut. Das Publikum hat's auch gefressen. Ich meine, Eddie Edwards ist halt so ein absoluter Publikumsliebling, den haben die Fans ins Herz geschlossen und das Match hat meiner Meinung nach beiden weitergeholfen. Ja, weil Eddie am Schluss dann nach der Powerbomb auch nicht mehr hätte aufstehen dürfen. Was jetzt natürlich fragwürdig ist, wo wir darüber diskutieren müssen, ist, muss ein Morrissey unbedingt eine Kette benutzen? Ja, eigentlich nicht so dominant, wie er eigentlich jetzt da schon gewesen ist, war es eigentlich ein bisschen unnötig. Also das war vielleicht ein bisschen zu viel des Guten. Da würde ich nämlich auch sagen, wenn du ihn dominant aufbauen willst, dann braucht er das nicht. Auf der anderen Seite treibt es halt dann auch die Geschichte weiter voran und Ja, schützt halt Eddie tatsächlich noch ein bisschen mehr. Wahrscheinlich kommt es dann halt wieso, was wir dann auch hatten gegen Moose, ein Hardcore-Match. Ja, was das Metier halt ja von Eddie Edwards ist. Vielleicht war das dann schon mal der Ansatz dazu, dass Eddie Edwards sagt, hier, wenn du eine Kette brauchst, dann lass uns mal hier alles Chain Match. auspacken. Ja, Shane Match. Jawohl. Oh. Ja, also ich fand's absolut in Ordnung. Auch hier wieder. Ja, nichts, was jetzt heraussticht und was am Ende des Jahres hängen bleibt, aber guckbar. Ja. Haken dahinter? Jo.
Wir sehen eine kleine Promo für den Drama King, der demnächst debütiert. Wollen wir drüber reden, wer das schon sein könnte? Ja gut, es ist Wüsstest auch, du, wer das ist? Nee, du hast ja auch schon mitgekriegt, wer es ist, oder? Ich hab's mitbekommen, wer es ist. Es ist der ehemalige Aiden English, aber der tritt ja auch an als Drama King Matt Revolt. Ich hab's dann auch erst bei dem Wort Drama. Ist so, was ich eigentlich könnte? Und irgendwann habe ich es dann gelesen, habe ich gesagt, ah, okay. Und ich habe heute früh gelesen, dass er bei Resurgence am englischen Kommentar sitzen wird, als Matt Morris. Ah, okay. Also hat er da auch jetzt die Tür offen für New Japan Kommentar. Geil, geil. Ja, und ich meine, er hat ja bei der WWE ja auch eine Zeit lang mitkommentiert. Das ist gar nicht mal so übel. Mal gucken, was jetzt da dieser Drama King im Impact-Produkt machen kann. Ja, im Gegensatz zu seinem ehemaligen Tag-Team-Partner Simon Gotch ist er ja jetzt ein Jahr lang relativ klar von der Bildfläche verschwunden gewesen. Ja, also Gotch war da deutlich präsenter. Mal schauen, was der ehemalige Aiden English da jetzt bieten kann. War Gotch nicht auch bei Bloodsport? Genau, der war ja bei Bloodsport jetzt mehrfach mit dabei. Unter anderem. Oder ist bei MLW ja auch aktiv. Ja, schau mal, was da der Drama King drauf hat. Was ja ganz nett wäre, ja, was wir einfach mal nicht vergessen dürfen, ist, der ist ja auch verheiratet. Oh, stimmt. Mit wem? Mit der Tochter von Eddie Guerrero. Stimmt, ja. Hieß sie damals Raquel Diaz? Raquel, ja. Müsste auch Raquel heißen, ja. Stimmt. Vielleicht. Aber die hat ja aufgehört, glaube ich, komplett. Hat die komplett schon aufgehört? Oder? Die hatte schon vor der Hochzeit kompletto eigentlich aufgehört. Die hat, glaube ich, nur Training gemacht, dann hat sie aufgehört und dann hat sie, glaube ich, wieder angefangen und dann hat sie doch wieder aufgehört. Ja, vielleicht wäre es ja was für die. Glaube ich, auch zu viel Stress. Ja, aber vielleicht wäre es ja was für diese, wie ist es vorhin genannt, Crazy Division bei Knockouts. Ja. Wo sie nicht unbedingt in den Ring steigen muss. Nee, aber ich glaube, die ist mit dem Druck, hatte ich mal irgendwie gelesen, halt auch Depressionen und wegen Eddie und irgendwie war ihr das nicht so geheuer, halt in die Fußstapfen so ungefähr ihres Vaters dann halt auch mit hinzutreten. Ja, aber ich meine, die Impact-Umgebung ist halt auch nochmal was ganz anderes wie die WWE-Maschinerie, wo du halt die ganze Zeit auf Achse bist und eben ständig unter Beobachtung stehst. Ja, das hat man ja im vergangenen Podcast ja auch schon gesagt, bei Impact bist halt mal 2 Tage da, nimmst 8 Sendungen auf und dann fährst du wieder heim. Mhm. Ja, also ja, aber wie gesagt, also vielleicht schon vor der Hochzeit hat sie aufgehört. Aber ich nehme an, dass das Aiden English auch für das Mixed Tag Team Match Turnier da wahrscheinlich irgendwie eine Partnerin noch bekommt, vermute ich mal. Ja, dann brauchen wir natürlich auf einem Pay-Per-View auch immer mal so ein Impromptu-Match, das bekommen wir jetzt als nächstes, weil Madman Fulton und Mahabali Shira rauskommen, die ja beide im Opener als Bodyguards von ihren jeweiligen Partnern gesperrt waren und nicht mit rauskommen durften. Das hat den beiden so nicht gefallen. Wollten sich jetzt hier ein bisschen bei Scott D'Amore drüber aufregen. Scott D'Amore sagt, gut, ich habe da genau 2 Jungs Backstage, die jetzt Bock auf ein Match hätten. Und es kommen Finjuice raus mit ihren geilen blau-gelben Outfits und Wemsen, Fulton und Shira in der Minute weg. 1 Minute. Ja. Das war's. Mehr brauchen wir nicht drüber zu sagen. Ja. Ja. Kann man machen. Klar, Finjuice ist dann für die Fans vor Ort ist das natürlich geil. Halt, ja. Ich hätte dann auch gejubelt, yeah, David Finlay und so, Juice Robinson, klar. Ja, ehemalige Tag Team Champions musst du halt dann auch wieder einführen und aufbauen und hauen dir halt hier mal die 2 großen Dicken weg und gut ist. Jo. Ja, kann man machen. Tat jetzt nicht weh.
Ich weiß jetzt auch nicht, ob es Fulton und Shira wirklich geschadet hat, weil die beiden ja auch kein Team sind. Nö, die haben sich ja eh nur dumm durch die Gegend gestritten, also eben. Von daher insofern vermute ich mal, dass man in den Wochenshows halt Fulton gegen Shira halt auch nochmal ein bisschen weiter aufbaut. Ja. Vermutlich, ja. Und es war im Endeffekt auch der gute kleine Verschnaufsmoment zwischen dann eben dem Morrissey-Edwards-Match auf der einen Seite und dann eben den nächsten hier, Moose gegen Chris Sabin. Der Schocker des Abends. Also jetzt mal ohne Witz, als ich das Match im Vorfeld auf der Card gesehen habe, dachte ich mir, oh, nee. Da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Weißt du, jetzt ist ja auch hier gut dokumentiert, wir hier halten immer die Moose-Fahne hoch und wollten ihn eigentlich schon als World Champion sehen. Und jetzt darf er sich hier mit Chris Sabin rumprügeln. Ja. Und muss auch noch verlieren. Und dann kommt aber dieses Match, ich denke mal so, Alter, das Match war richtig, richtig geil. Ja, das war schon gut. Ja, gut, mein Chris Sabin versteht halt, ne, ist wie Eddie Edwards. In dem Sinne, er versteht halt sein Handwerk. Und ja, weiß nicht, eigentlich habe ich auch gedacht, das ist ein unnötiges Match. Warum? Wieso, weshalb und überhaupt? Aber es war ein gut geführtes Match und ja, Chris Sabin hat es halt auch drauf und er gewinnt halt gegen einen großen Mann mit einer Victory Roll, weil er ihn halt ausgesmartet hat, was Moose ja auch nicht zum letzten Mal passiert ist. Ist ihm ja auch schon, glaube ich, auch gegen Edwards und so auch schon passiert. Am Anfang habe ich mich schon aufgeregt, wo ich gedacht habe, warum Moose verlieren? Was geht ab hier? Was habt ihr mit dem Mann vor? Ich habe gedacht, der soll eigentlich in eine ganz andere Kategorie gehoben werden. Ich weiß nicht, was man da noch vorhat, aber ich nehme Chris Sabin das halt auch ab. Genauso wie die Diskussion jetzt war bei einer gewissen anderen Show, da kommt Karrion Kross aus NXT zu Raw und wird halt von Jeff Hardy besiegt. Auch mit einer, ich glaube auch Victory Roll oder mit einem Einroller. Auch ein Chris Sabin und ein Jeff Hardy sind erfahrene Leute, die schon sehr, sehr lange wrestlen und schon sehr, sehr viele Titel geholt haben. Ich habe jetzt auch Jeff Hardy verteidigt, in dem Sinne, er hat schon einen Undertaker geschlagen. Was ist dann ein Karrion Kross? Weißt du, was ich meine? Mhm. Die sind smart genug und Veteran. Man muss es heute ja wirklich sagen, auch wenn sie klein und so immer noch so aussehen, als wären sie ziemlich jung oder so mehr so diesen jugendlichen Style halt haben, aber es sind Veteranen. Es sind ehemalige World Champions. Ja. Auch Jeff Hardy ja, und ja, auch ein Chris Intercontinental, Sabin, ja. Ja, Intercontinental Champion und Tag Team Champion, whatever. Und die sind da smart und veteranmäßig gut drauf, um zu wissen, wie sie auch doch sich mal so einen Überraschungssieg halt holen. Nur muss ich sagen, das war meine erste Niederlage auch mithin beim Tippspiel. Ich habe natürlich klar auf Moose getippt. Und wie gesagt, das war für mich der Schocker des Abends, die Niederlage von Moose. Ich war ziemlich pissig und habe bis zum nächsten Tag also auch gedacht, was soll das? Was habt ihr da vor? Seid ihr irre? Und die Diskussion, so die ich auf Twitter mitgekriegt habe, war halt wirklich, es sind einige Leute ausgerastet bei der Niederlage von Moose. Mal noch ganz kurz auf die Hardy-Geschichte eingehen. Du glaubst doch nicht ernsthaft, wenn Jeff Hardy nach Jahren No More Words als Theme zurückbringt, dass es nur einmal gespielt wird an dem Abend. Mm. Ja, enough said. Zurück zu Moose. Das Ergebnis ist ein Schocker. Das Ergebnis ist ein reiner Upset. Aber es ist halt auch in Anführungszeichen nur ein Roll-Up. Das Match, was Moose geführt hat, auch hier bei der Entrance, grandios, ja, dieses neue Outfit, diese Toga, das ist halt auch mal wieder einmal mehr Superstar-Look vom Feinsten.
das Match, was Moose geführt hat, war super smart, war super athletisch, sauber. Egal, ob es jetzt eben der Lawn Dart war, wo Sabin einfach in die Ecke geballert hat. Ja, also da könnte vielleicht mein Kota Ibushi hingucken und lernen, wie man sowas safe macht. Generell seine Kip-Ups sind ja für seine Größe beeindruckend. Die spektakulärste Aktion ist natürlich die, wo Sabin am Schluss aufs Seil geht und Moose einfach hochspringt und ihn mit so einem Fall-Away-Slam-Moonsault-Kombo einfach wieder runterholt. Ja, also für einen Typen von der Größe, von der Masse ist es einfach super, super beeindruckend. Meine persönliche Lieblingsaktion in dem Match ist allerdings, als der Sabin draußen am Apron hinsetzt und ihn choppt, die Fans fressen ihm aus der Hand, ja, sie wollen noch einen Job und er gibt ihnen den zweiten Job und sie fordern den dritten Job und er baut es wieder auf. Psst. Und dann zeigt er den Fans einfach den Mittelfinger, weil er der Heel ist und er bestimmt, was er zeigt. Das ist so smartes Heel-Working. Ich hab's geliebt. Moose. Ja, das ist schon... Ich bin ja immer noch der Meinung, er kriegt den Titel von Omega. Und er muss ihn auf total großer Bühne bekommen. Also ich war und ja ich tatsächlich bin immer noch am Überlegen, ob Moose den Titel sich bei All Elite Wrestling holt, weil die Bühne ist groß. Die ist größer als bei Impact. Wie hieß jetzt die letzte Show, wo Moose sein Titelmatch hatte? Ich hab's vergessen. Egal. Dass Moose sein Titelmatch gegen Omega bekommt bei einem B-Pay-Per-View, fand ich schon Perlen vor die Säue geworfen, ja. Jetzt weiß ich allerdings, dass er eben seinen Vertrag auch verlängert hat. Also gehe ich davon aus, dass er irgendwas noch mit ihm vorhaben. Jetzt ist halt in dieser Übergangsfehde mit Sabin. Weil er wird sich mit Sicherheit seinen Sieg auch zurückholen. Das Ding ist ja nicht zu Ende. Nee. Das auf keinen Fall. Ich vermute halt auch immer erst, du hast es ja auch gesagt, bei Kenny ist halt das Problem, natürlich ist der All Elite Wrestling Titel der höhere Titel und den muss er halt natürlich erstmal gegen einen gewissen Cowboy verlieren bei All Elite Wrestling und solange er den noch nicht verloren hat, wird dieser Impact Titel auch nicht zu Impact erstmal zurückkommen. Gut, dann machen wir die Diskussion jetzt gleich auf. Ich hätte es jetzt später gebracht. Für mich steht bis All Out oder für mich bietet bis All Out kein Kenny Omega Titelmatch irgendeine Spannung. Weil es aus meiner Sicht das logischste und einzige richtige Booking sein muss, dass der erste Gürtel von den vielen Titeln, die jetzt Kenny Omega angesammelt hat, der für ihn höchste und wichtigste sein muss, der AEW World Title. Ja. Und den wird er erst bei All Out an den Hangman verlieren. Das haben wir übrigens auch schon vor 1,5 Jahren so im Wrestling Talk Radio prognostiziert. Es ist halt für mich nur die Frage, dass der Hangman irgendwann Omega den Gürtel abnimmt. Wird, weil dieses Einseitige, nur die All-Elite-Wrestler kommen alle zu Impact, aber kein Impact-Wrestler ist bei All-Elite zu sehen. Wird das passieren? Wenn es passiert, wer ist der erste Wrestler von Impact-Wrestling, der bei All-Elite-Wrestling auftaucht, wenn man es überhaupt jemals wirklich durchzieht? Und wenn man es durchzieht, dann kann das für mich nur Moose sein. Und wenn er den Titel verliert an Hangman Page und dann kommt nach der Niederlage vielleicht Moose raus und sagt so, Freund, du hast dann noch einen Titel, den will ich zurück, den will ich in meiner Liga haben. Genau, weißt du, weil jetzt haben wir halt die Situation, die im Slammiversary Main Event war für mich zu keinem Zeitpunkt irgendwie ein Titelwechsel möglich. Es wird auch bei Triple Mania, also bei Triple A, bei Triple Mania, wenn es Andrade gegen Omega gibt, um den Triple A Mega Championship,
wird es keinen Titelwechsel geben. Kann ja auch nicht, weil Andrade jetzt auch All Elite ist. Ja. Wie und soll das denn gehen dann halt? Die Show ist im August. Vor September, bevor All Out ist, wird es keine Titelwechsel geben. Wenn dann allerdings der Hangman Champion wird, dann muss aus meiner Sicht ein Kenny Omega auch ganz schnell alle anderen Gürtel verlieren. Ja, und dann geht er in seine wohlverdiente Pause und kann sich mal körperlich erholen wahrscheinlich. Also genau, das heißt, gefolgt von dem zweithöchsten Titel, das ist nun mal der Impact-Titel. Mhm. Und dann kommt ja dieser Triple A. Du, von mir aus kann auch den AAA-Titel zuerst verlieren, weil dann sehe ich den Impact und TNA World Title bei Bound for Glory im Oktober wechseln. Das wäre dann ein Monat nach All Out ungefähr. Mhm. Das wäre in Ordnung. Er hätte halt innerhalb von 4 Wochen 4 Gürtel verloren. Und das wäre der Downfall of Kenny Omega. Dann könnte er in die Pause gehen, könnte sich neu sortieren. Don Callis könnten angewidert angucken. Ja, die Bucks könnten ihn rauskicken, wie auch immer, ja, aber da muss auf alle Fälle was passieren. Und ich sehe bis All Out eben keinen Titelwechsel und danach muss es ganz schnell gehen. So Rob Van Dam-mäßig. Erst ist er Doppel-Champion und dann verliert er innerhalb von 2 Tagen alles und wird gesperrt. Ja, wie gesagt, ich würde halt Moose halt wirklich mal eine große Bühne gönnen halt, dass auch Wrestling-Fans wie jetzt bei All Elite halt ihn auch mal sehen. Ja. Deswegen würde ich mir gerne wünschen, dass er sich da den Titel holt, aber ist auch okay, wenn es bei Impact halt selber passiert. Hauptsache er holt sich irgendwann den Titel und wir sind dann endlich alle glücklich, weil er ihn dann endlich hat. Schon krass, wie viele Leute da als drauf warten, dass er sich ist ja bei Hangman Page auch nicht anders da. Wobei das Grundproblem halt ist, dass das Moose vom Papier her halt immer noch Heel ist. Genau wie eben Omega. Und ich denke nicht, dass man da Heel versus Heel fährt. Ich denke tatsächlich, dass man irgendwie ein Babyface schnell aufbauen muss, bis Bound for Glory, der den Gürtel holt. Und dann kommt Moose wahrscheinlich. Naja, aber ich glaube, Moose sollte sich den Titel von Omega schon selber holen. Das wäre natürlich die Cinderella-Story, das ist richtig. Also ich hätte jetzt keinen Bock drauf, dass sich den Titel irgendjemand anders da holt. Ich wusste halt auch im Moment gar nicht, wer. Nee, dafür hat Impact eigentlich auch niemanden. Ja, also da ist Main-Roster-mäßig ist Impact ja sehr bescheiden. Ja, also Chris Sabin. Ja, also Moose ist da eigentlich nicht viel. Also von daher, gut, Callahan haben wir ja später auch noch. Klar kann man den auch immer wieder einbauen, aber außer Callahan und Moose ist da halt nicht viel. Nix mehr eigentlich. Da starten jetzt hier alle den Hashtag Save Us Josh. Ja, Josh. Dann macht der Schosch, der macht es hier. Doppel-Champion. Eieiei. So, jetzt haben wir hier gerade einen kleinen Ausflug ins Titelgeschehen gemacht. Waren eigentlich jetzt mit Sabin und Moose dann auch durch, denke ich, oder? Ja. Dann kommen wir zu den Tag-Teams. Die Tag-Team-Champions, Violent by Design, die Freebird-Regel leben, verteidigen hier in der Besetzung Joe Doring mit einer halben Kuh auf dem Kopf, oder was war das? I don't know. Mhm. Sehr fragwürdige Modewahl. Und Rhino an der Seite gegen die Good Brothers, gegen Rich Swann und Willie Mack und eigentlich gegen Falabar und TJP. Aber TJP ist verletzt und Falabar hatte jetzt die Aufgabe, einen neuen Tag-Team-Partner zu finden und den hat er gefunden. Nicole. Heilige Scheiße. Also, als er als No und No und nochmal No gesagt hat, habe ich alles gedacht, was geht ab mit ihm? Dann also, ja, Daniel Bryan. Das wäre ja wenigstens geil gewesen, aber ab da hat mein Kopf echt abgeschaltet, muss ich sagen. Ich habe dann nur noch gesagt, oh Gott, nicht No Way Jose. Ja, zum Glück ist es nicht No Way Jose, sondern es ist nur No Way.
Oder No Way In, aber egal. Die Namen. No Way in Hell hier. Nee, aber ich habe da habe ich echt geistig, ich war an, bei diesem Match war ich, es hat mich eh nicht interessiert. Vor allen Dingen hatte ich eh schon die Vermutung, die Good Brothers, und hatte aber beim Tippspiel, glaube ich, trotzdem auch Violent by Design gesetzt. Wo ich gedacht habe, ah, nicht schon wieder so schnell die Titel wechseln, und für was brauchen die Good Brothers den Titel jetzt eigentlich wieder? Um den dann halt ja auch wieder überall rumzutragen und nicht bei Impact. Nee, ich hab, da war ich weg. Bei dem Match war ich irgendwie nicht mehr anwesend. Das, ja. Hab da nur mit so einem halben Auge hingeguckt. Da musst du mich jetzt führen bei dem Match. Gut, also ich habe nicht mehr viel im Kopf. Und ich sehe gerade, ich habe eigentlich auch da. Ich habe nur hingeschrieben, oh Gott, No Way Jose. Ich habe geistig abgeschaltet. Mehr also steht hier nicht. Es ist definitiv das schwächste Match an dem Abend. Ja. Ja, also das auch mit deutlichem Abstand, würde ich sagen. Ja, No Way, nicht mehr Jose. Und Falaba als Kombination kann man machen. Ist halt ein Comedy-Team. Dass dann Swan und Mac auf der anderen Seite dann auch gleich voll begeistert sind und der noch vor, was war es, einem Jahr oder so, World Champion Rich Swan jetzt hier mit dem Typen aus der Jobberhölle der WWE am Rumtanzen ist. Aber wirklich Jobberhölle, ja, ey. Sogar 1:1 das Gimmick rübernommen mit der Polonaise und dem ganzen Scheiß. Ich meine, das Publikum hat's geliebt. Ja, das war so ein Gute-Laune-Ding. Das ist halt, ich würde sagen, so ein typisches Hausshow Feeling, was du da halt hast. Ne? Party und alle sind gut drauf. Es ist der Impact World Tag Team Title, brauche ich das Ganze in meinem World Tag Team Titel Match eher nicht. Es war für mich eigentlich relativ klar, dass die Good Brothers das Ding gewinnen werden. Einfach um am Schluss mit ihrem Kenny-Kumpel mit noch mehr Gold dazustehen. Außerdem hat Doc Gallows einfach ganz viel Spaß daran, sich den Gürtel vors Gemächt zu halten und damit rumzuwackeln. Ja, also das hat er bei New Japan schon gemacht, als ich angefangen habe, New Japan zu gucken. Das macht er mit jedem Tag Team Gürtel. Das ist einfach hier sein Ding. Da steht er so drauf. Ja, den Moxley-Titel wollte er ja auch noch haben. War das schon? Ich weiß gar nicht. Nee, Quatsch, den will er noch haben. Oder war das schon? Nee, das war ja schon. Hat er ja gelost. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, muss man zwingend an der Stelle die Tag Team Champions pinnen, wenn du das Szenario hast? Du hast hier ein Falaba im Match, du hast No Way im Match, du hast Willie Mack im Match, was sind so designierte Typen, die eigentlich den Fall fressen. Hey, lass mal Willie Mack in Ruhe. Ja, den einzigen von den Gegnern, der für mich safe war, ist Rich Swan, weil einen ehemaligen World Champion sollte es vielleicht nicht so schnell verfüttern. Aber du hast Willie halt genug. Mac auch nicht. Was hat der denn für ein Standing? Bei mir hat der Standing. Ja. Und was ich sage, weißt ja. Ja, ja. Ich weiß schon Bescheid. Wenn Mutti redet. Ich mache ja gerade mal hier so Faust und Hand so. Bam! 1:1:11 und so. Ja, aber du hast recht, mein Falaba oder Noé, das. Nö, jo. Stattdessen ist es dann halt Rhino, der den Pinfall frisst. Weil er halt Guns dann abbekommt, Magic Killer abbekommt. Ja. Irgendwie fand ich auch, dass ein Joe Doring in dem Match nicht gut funktioniert hat. Nee, auch nicht mit Carl Anderson. Ja, also ich habe eigentlich gedacht, dass wenn du dann Doring und Luke Gallows reinbringst oder Doc Gallows reinbringst, dass die beiden sich ein bisschen Hossfight-mäßig auf die Omme geben können, aber irgendwie war das nicht Joe Dorings Tag. Vielleicht ist er auch einfach mit so vielen Körpern überfordert gewesen in dem Moment. Kann auch sein, ja, also weiß nicht, so, was ich so halb gesehen habe, war, flüssig lief's nicht irgendwie, glaube ich, gell? Nee. Also das ist halt, wie gesagt, mit Abstand das schwächste Match auf der Card. Wir haben einen Titelwechsel, der aus Storyline-Gründen okay ist, mehr nicht.
Mal gucken, was man jetzt mit Violent by Design macht. Ich meine, Morrissey ist ja als Geschäftspartner von VBD eingeführt worden. Ich fände es halt passend, wenn er wirklich ein Vollzeitmitglied wäre, weil er dann vom Gimmick da auch reinpassen würde. Ob jetzt No Way, was für ein dämlicher Name, Mainstay bleibt, gucken wir mal. Brauchen würde ich ihn jetzt nicht zwingend. Ja. Er wertet für mich das Produkt nicht auf. Für den Moment war es okay. Vielleicht auch so jobbermäßig halt vielleicht ein paar Tapings jetzt mit dabei und dann ist er wieder weg, hoffe ich. Weil also mit Matt Cardona und dem anderen Hanne Bumble und jetzt noch No Way. Meine Güte, ey, das ist mir ein bisschen too much. Viel, die ich nicht gerne so sehe. Also, sag mal so, leistungsmäßig hättest du dieses Tag-Team-Titel-Match mit dem anderen Tag-Team-Titel-Match in der Pre-Show tauschen können. Das hier wäre für die Pre-Show auch absolut okay gewesen. Da hättest du die Knockouts auf die Hauptcard packen können. Da hätte man natürlich die Card anders anordnen müssen, weil jetzt dann ja dann gleich das Singles-Impact-Knockouts-Title-Match kommt. Aber von der Qualität her, Qualität her wäre das hier besser gewesen für die Pre-Show und das andere für die Main-Show. Wie gesagt, schade, also schade. Qualität, ja, Storyline geht klar. Ja. Nach dem Motto, ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden bei diesem Match. Mhm. Nun ja. Nun ja. Aber es wird ja auch gleich wieder viel besser. Ja. Das ist ja der Vorteil hier bei dieser Card, weil jetzt kommt Diana Perrazzo raus, die von Gail Kim aufs Auge gedrückt bekommen hat, du verteidigst deinen Gürtel bei Slammiversary gegen einen Mystery Opponent. Ja, wir waren in Nashville, Tennessee, alle erwarten, dass Mickie James rauskommt, Thunder Rosa. Fand ich cool als Überraschung. Ja, da muss ich auch sagen, eigentlich hatte ich doch schon, aber ich war mir unsicher, weil Mickie James ja halt dann doch bei NWA Power da ja auch eine größere Rolle spielt. Und ich glaube, die ist da fest unter Vertrag halt, ne? Ja, aber ich meine, Diana Perrazzo hat ja jetzt in den letzten Wochen und Monaten sehr deutlich alles weggewämst, was da an Contendern kam. Ist ja, vielleicht ist aktuell der dominierendste Champion in den USA? Das Problem habe ich schon mit Börge beschrieben, so ungefähr. Der ganze One oder die ganze Story um Perrazzo gefällt mir gar nicht. Mir gefällt auch ihr Mic Work nicht und mir gefällt auch ihr Gimmick nicht. Wesslerisch. Hör mir auf, da kann ich natürlich nichts sagen. Ist natürlich gut, was sie da im Ring zeigt. Aber um hier ein bisschen vorwegzugreifen, das war für mich das beste Match, was ich von ihr bei Impact gesehen habe. Alle anderen Matches habe ich schon wieder vergessen. Auch gegen Taya, Rosemary. Weil sie halt auch keinerlei Bedeutung hatten. Weil du wusstest, dass sie den Titel nicht verliert. Weißt du, was ich meine? Mhm. Man hat bei der Knockouts Division zwar eine gute Trägerin, aber storymäßig hat sich da halt recht viel, so wenig um sie herum getan. Was mein Desinteresse sehr gesteigert hat ihr gegenüber, was unfair ist eigentlich, weil sie ja schon handwerklich sehr gut drauf ist. Aber wie gesagt, die ganze Zeit, das hat mich echt nicht interessiert und auch das hat mich nicht so interessiert, bis mich beide von dem Match überzeugt haben. Und das war das zweite Mal jetzt, dass mich zwei Mädels, wo es mich eigentlich nicht interessiert hat, überzeugt haben in dem, was sie im Ring gezeigt haben, dass ich dann überzeugt war. Mhm. Und das ist bei der anderen Liga mit Rhea Ripley und Charlotte mir genauso. Hat mich eigentlich nicht interessiert. Und dann ab der Hälfte des Matches habe ich gedacht, oh, okay, alles klar, super. Ich glaube, das Problem von dem Title Run ist, dass der ja jetzt auch schon eine ganze Weile geht.
aber gerade in der Anfangsphase ja ganz stark eben von den Eingriffen von Susie und Kimberly geprägt war. Und erst seit eben diese Verbindung aufgelöst worden ist und Diana Perrazzo jetzt auch für sich alleine kämpft, wird der Run für mich noch mal ein ganzes Stück besser. Ja, hoffentlich. Ja, weil es eben bis dato, bis zu diesem Split halt so klassisches Heel-Gerassel war. Weißt du, im Zweifelsfall hast halt dann Kimberly draußen, die mit eingreift, die einen Bump nimmt zur Ablenkung, der dann eben zum Sieg führt für Diona. Seit die da auf sich allein gestellt ist, wird das Ganze besser, finde ich. Und auch hier jetzt müssen wir wieder den Entrance erwähnen. Dieses Outfit, was er da hat, diese Krone, diese Kopfbedeckung, hat mich ja halt ganz stark an Dornröschen erinnert. Ja, also Don das Röschen. fand ich schon auch nett. Dann kommt eben Thunder Rosa raus, die halt durchaus was auf dem Kasten hat und ganz kreative Fans dann im Publikum, die dann abwechselnd Thunder Rosa, Virtuosa chanten. Das fand ich sehr, sehr smart tatsächlich. Was die beiden dann zusammen wresteln, war ein richtig, richtig gutes Match. Rund, flüssig. Gameplan war erkennbar. Gerade eben wieder bei Diona, die eben versucht, ihren Submission Hold durchzuziehen. Ihren Armbar. Und wenn der Armbar halt nicht funktioniert, dann gibt es am Schluss einen Piledriver zum Sieg. Hätte ich an der Stelle einen Kickout erwartet? Vielleicht. Wenn Thunder Rosa fester Bestandteil im Kader gewesen wäre. So war es jetzt halt eine Gastwrestlerin. Und dann kann man dann nach dem Piledriver auch mal liegen bleiben. Ich habe dann allerdings dann auch sehr schnell realisiert, dass die sich aus dem Ring rollt und weg ist vom Fenster. Und dachte, jetzt kommt dann eben die große Promo von Diona. Ja, hier so, ich habe den ganzen Lockerroom mal wieder geleert und Gail, du kannst mir gar nichts mit deinen Mystery Opponents. Und dann kommt Gail Kim raus wir bauen Gail Kim gegen Diona Perrazzo für Bound for Glory auf. So habe ich das eigentlich erwartet. Ja, stattdessen war Hardcore Country dann doch noch angesagt. Ja. Und dann dachte man immer noch, okay. Keiner Scheiß. Weil ich hatte nämlich gelesen in einem Interview mit Mickie James, dass sie durchaus schon dazu geneigt ist, natürlich ein Match gegen sie zu haben. Und wird wahrscheinlich auch irgendwann dazu kommen, vermute ich mal. Weil Mickie James sieht immer noch gut aus und scheint auch noch gut fit zu sein. Und ja, was mich halt bei Thunder Rosa halt doch schon sehr fasziniert, war eine Weile lang bei Lucha Underground als Cobra Moon. Und da kann ich mich an Alex noch erinnern, dass wir immer gesagt haben, die ist aber nicht gut im Ring. Und dann hatte ich sie ja nochmal bei Shimmer gesehen. Ja, da ging es eigentlich, da war ich erstaunt, dass sie doch gar nicht so viele Fehler, also bei Lucha Underground hat sie ganz schöne Böcke manchmal drin gehabt. Und das war dann auch irgendwann mal weg. Was mich hier halt wundert, dass sie hatte ja noch im Anfang des Jahres bei All Elite Wrestling das krasse Unsanctioned-Match gegen Britt Baker, was sie ja auch gewonnen hat. Danach war sie verschwunden und tobte dann nur noch. Eigentlich tobt sie nur noch bei All Elite Wrestling, bei Dark rum und halt bei der NWA. Aber das schaue ich halt nicht. Von daher bin ich bei ihr immer erstaunt, dass sie gar keiner irgendwie fest irgendwo mit in die Division mit einbaut. Gerade auch bei All Elite Wrestling, wo sie wrestlerisch eigentlich reinpassen würde. Erstaunt mich. Hier hat es mich gefreut, auf jeden Fall, muss ich auch sagen. Vielleicht willst du Aber das auch auch, gar nicht. ja, kann auch sein, vermute ich dann halt, weil wie gesagt, sie ist seit dem Britt Baker Match, und das war März so rum, seitdem nur noch bei Dark halt. Also, und Dark schaue ich halt nicht, weil es geht die Show, ich glaube, 17 Matches oder 18 in 2 Stunden, das ist mir too much.
Ja, ich sehe sie ja eigentlich recht gern, aber gut, ab da war ja dann auch klar, okay, Thunder Rosa macht's halt nicht. Also hier waren auch die Fans super gut drauf und die wurden auch ja, in der Mitte vom Match auch immer lauter und waren auch immer sehr gut drin, muss ich sagen. Und waren auch einige gute Aktionen halt auch wirklich mit dabei. Also 10 Minutes kann man machen, weil Thunder Rosa halt, wie du auch gesagt hast, halt natürlich nicht im Kader fest mit dabei ist. Hat aber ja einiges zeigen dürfen, auch am Anfang gleich. Halt auch viele Pin-Versuche halt durchgezogen. Und war doch ein recht schnelles Ende dann. Und wie gesagt, also für mich war das dann das erste gute Match von Poraso gewesen. Ja, und nach dem Match, das ist ja auch, habe ich es mir auch aufgefallen, Thunder Rosa roll raus. Ja, Mickie James kommt und ja, lobt halt die Erfolge von ihr und ja, ein bisschen Honig ums Maul schmieren. Und ja, sagt dann halt, ja gut, sie wäre halt aus dem Grund hier, sie wird Poraso halt gerne mal zu einem Auftritt bei NWA Power einladen. Und dann kam natürlich der Oberspruch, oder? Ja. Bevor dieser Oberspruch kommt, ja, Ja. das ganz, ganz smarte Interaktion auch da tatsächlich, dass Mickie James da rauskommt, ja, natürlich den Hometown-Pop mitnimmt, aber dann eben sagt, du bist eine richtig geile Wrestlerin, du bist saustark, ich will hier nicht gegen dich kämpfen, ich bin hier nur der VP von der NWA und ich will dich, weil du so geil bist, auch bei meiner Show haben. Und dann sagt Diana, natürlich möchtest du das. Ja, Ja, jeder will mich. jeder will mich, weil ich die Geilste hier bin. Ja, und das haben sie beide ganz, ganz, ganz stark gemacht. Und dass dann natürlich dann, ja, ich meine, die WWE hat ja die perfekte Vorlage geliefert. Diana dann zu Mickey sagt, sie soll ihren Müllbeutel nehmen, soll sich Wie dann alle, aber auch wirklich, alle anscheinend im Publikum haben es ja auch mitgekriegt, dann wirklich so alle so, wow. Ich habe aber auch hier gesehen, so, wow. Das war schon, ja. Und Mickie James macht halt das, was sie halt machen muss. Klar, Ohrfeige mit Kick. Und gut. Mir ist irgendwie danach, dass ich das seit der Entlassung von Mickie James nicht zum ersten Mal gehört habe, diese Beleidigung. Das mit dem Trashback. Also, Ja gut, das wird jetzt, ist klar. Ich glaube, das wird jetzt natürlich so ein Running Gag. derjenige, der das gemacht hat, hatte ich irgendwann mal gelesen, hat die WWE ja auch entlassen dann. Also der ist geflogen und weil ich folge ja Triple H auf Twitter, der hat dann auch sie auch auf Twitter dann angesprochen und hat sich halt da auch tausendmal entschuldigt. Habe ich von Triple H so auch noch nie gesehen gehabt, dass er das so öffentlich macht. Da habe ich gedacht, hä? Was ist da los? Stephanie McMahon natürlich gleich hinterher. Ist klar, wenn jemand das macht, dann macht sie das auch. Kann man jetzt halten, was man davon will, aber okay, vielleicht haben sie es ja nicht mitgekriegt oder wussten nicht, was das für ein Arsch ist, der da halt angestellt ist. Manchmal weiß man halt nicht in der großen Firma, was die Angestellten doch für einen Shit machen. Und dann kommt's raus. Ich möchte übrigens auch ergänzend erwähnen, dass eine Mickie James in ein paar Wochen 42 wird. Oh, krass. Ja. Und die kommt da raus und schaut aus wie kein Tag älter als 35. Ja, immer noch so wie früher irgendwie. Du hast auch das Gefühl gehabt, dass ihr da richtig Bock hatte auf den Auftritt, ja, also, dass ihr rauskommt und vor Energie strahlt und dieses Lächeln im Gesicht, das Strahlen in den Augen. Ja, das war ganz nett. Und ich meine, was wir jetzt halt so nebenbei noch erwähnen müssen, ne, NWA-Kooperation auch noch. Da habe ich auch gedacht, alter Verwalter, welche Liga will denn jetzt noch kommen? MLW. Was haben wir denn da noch so? Dann kommt bei dem jetzt auch die Game Changer Invasion. Das wäre dann Liga Nummer 5. Ja. So ein Krass. Also Impact ist Negation der jetzt wirklich Impact Zone.
Nee, ich glaube, das wäre dann andersherum. Matt Cardona hatten wir ja schon da. Das habe ich mir auch mal kurz angeguckt. Der Pop war auch unglaublich. Mein gut, Game Changer Wrestling-Fans fressen auch immer alles, was man ihnen so vorsetzt. Ja gut, da haben sie ja auch mit jemand anderem unter der Kutte Ja, gerechnet. natürlich. Also da muss man sagen, das hat Cardona halt schon relativ gut dargestellt, so rumzuwackeln wie Moxley und alle denken, hey, Moxley ist back. Ja, am Arsch. Das war schon nett, ja. Ich habe noch gedacht, sag mal, was haben die Druiden vom Taker gesoffen? Was ist da Also denn los? Da kommt lieber einer zum auch so. Ring. Ja, war schon gut halt. Ja. Ja, aber ich muss sagen, nee, wie gesagt, ich hoffe, ja, es geht jetzt ein bisschen Storyline-mäßig halt ein bisschen besser voran bei ihr und ja, charaktermäßig, dass sie da noch ein bisschen was zulegt und charismamäßig. Yes. Ja, wie gesagt, ich saß da immer so, okay, also nach der hässlichen Trennung zwischen NWA und TNA damals, jetzt doch wieder Kooperation. Ja, Billy Corgan, ich weiß nicht, Billy Corgan macht das ja immer noch, ne? Oder ist er raus? Das war eben noch bei der NWA, ja. Ja, dann gut, ihm gehört ja auch mal, wie hieß es vorher noch? Glaube, es war's. GAG oder G, ja, Global Force, genau. Das war Ja, dann das gut, Charity-Ding. er braucht ja erstens ja auch Kohle und er braucht Publicity. Und komischerweise, Billy Corgan ist nun mal halt, der ist zwar ein bisschen sehr durchgeknallt, so auch so querdenkermäßig, so ein bisschen, hat auch so ein paar Flausen im Kopf, aber er ist halt ein totaler auch so ein Wrestling-Fan, sage ich jetzt mal. Oder ja, sonst würde das auch nicht immer noch weitermachen. Ich meine, der steckt da ja auch immer noch Geld rein halt, ne? Man muss halt auch einfach so sagen, vor Beginn der Pandemie war NWA mit Power ja auf einem guten Weg, hat ein schönes Alternativprodukt geboten und ist mit Ausfall der Shows komplett zum Stillstand gekommen und hat es nicht mehr geschafft, das alte Niveau von vor 1,5 Jahren zu erreichen. Ja, viele schauen es auch nicht mehr, dies Ja, vor der Pandemie. und insofern bekommt jetzt halt Impact gerade so ein bisschen Spotlight mit ab, mit der ganzen Kooperation hier mit AEW und New Japan jetzt eben vorwiegend. Und vielleicht versucht NWA an der Stelle so ein bisschen Mitzuschwimmen. mitzuschwimmen. Ja. Es ist ja okay, ich meine, letztendlich, wenn es den Ligen damit besser geht, spricht nichts dagegen. Für uns als Fan kann es eigentlich nicht verkehrt sein, wenn die alle mal sich ein bisschen am Riemen reißen so ein bisschen alte Grenzen Ja, aufweichen. wie gesagt, manche Fans sagen, muss ich kurz einwerfen, manche sagen, ja, ich will hier eigentlich, ich habe keine Ahnung von All Elite und New Japan, das will ich eigentlich nicht bei Impact sehen, die gibt's auch. Und gut, Twitter-Blase ist halt Twitter-Blase, aber es gibt die, die auch sagen, nee, habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Ja. Aber für solche könnte man dann auch gut den Impact Classic Kanal empfehlen, wo du dann zum Beispiel auch ganz aktuell sehen kannst, wie Brian Cage X-Division Champion wird und Leute sich dann im Internet aufregen, jetzt sind ja Omega und Cage Champion, jetzt hat Impact bald gar keinen Titel mehr. Denkst du, ja, guck noch mal, lern lesen und dann reden wir weiter. Denke erst so, was schreibst du mir? Wieso ist Cage hier? Ja, Was? aber What? ich habe diesen Kommentar gelesen, ja, so, das kann ja nicht sein, Impact zahlt da voll drauf, Omega ist jetzt World Champion, Brian Cage ist X-Division Champion. Der so, bitte, was ist der? Ja, ich habe auch erst Was, gedacht, was, habe ich schon dann habe ich falsch angefangen Pay-Per-View nach geguckt? Taping Results zu gucken, ob da nicht dass irgendwie Alexander verletzt hat und mal ganz schnell den Gürtel abgeben musste. Und dann sehe ich auf dem YouTube-Kanal eben Impact Classic von vor keine Ahnung wie vielen Jahren mit grünen Seilen, mit komplett anderer Aufmachung, einem andersfarbigen X-Division-Gürtel. Ja, ich meine, das fällt überhaupt nicht auf, dass es was Altes ist. Oh, ey, Leute, gibt's da draußen. Geil. Hauptsache Aber das Maul. das Maul aufreißen. Ja. Eieiei. Ah, jetzt kommen wir zum anderen Maul aufreißenden.
Don Callis. Genau. Ah, ich finde den Kerl ja so geil. Ja. Main Event, Sami Callihan gegen Kenny Omega. Impact World Title on the line. Auch nur der Impact World Title, nicht der TNA World Title, ne? No Disqualification Match. Und wir beide, wir haben uns ja im Vorfeld schon ein bisschen unterhalten gehabt. Ja, für mich war dann klar, hier No DQ Match, da kommt im Schuss Gott und die Welt reingerannt und macht wie immer den Save für Kenny. Was mich halt gewundert hat, dass Sammy, war das, Sammy hat es ja selber gewollt. Ja, ja. Was eigentlich relativ dumm ist, wenn er das halt auch macht, weil er ja. Sammy will halt No DQ, weil dann kann er seine Kücheneinrichtung verwenden, wie er es dann auch in dem Match getan hat. Aber er muss dann betrechnen, dass halt natürlich da. Don Callis am Kommentar grandios, ja. Wie kann es denn bitte sein, dass ein World Title Match No DQ ist? Was sind denn das hier für Hinterwäldler bei Impact? Seit ich nicht mehr da bin, seit ich entlassen worden bin, geht's ja hier nur noch bergab. Ein Heel-Manager der alten Schule, muss ich ja sagen. Ich fand's auch schön, dass er eben die Ring-Introduction für Omega eben selber übernimmt und dann eben sagt, hier, das ist der beste Wrestler aller Zeiten. Besser als Hackenschmidt, härter als Nick Gage. Und dann kommt so die Auflistung. Härter dann so, als Jon Moxley. Ja, genau. Und dann die dramatische Pause und besser als Terry Funk. Und da kam dann die Buhrufe. Ja, und das ist halt echt die billigste der Cheap Heat Varianten, die du auspacken kannst. Ja, wenn gerade eben in den Nachrichten stand, dass Terry Funk mittlerweile Pflegefall ist, dement ist, hier nochmal schnell über Terry Funk herziehen. Ich glaube, der Funker hockt irgendwo und liebt's. Ja, der wird sich wahrscheinlich totlachen, wenn er einen lichten Moment halt hat. Hoffentlich geht das echt gut hier mit dem armen Mann. Ja. Ja. Aber Don Callis, ja, müssen wir mal kurz drüber reden. Ein Heel-Manager, der ja sein Client wirklich, wirklich overbringt, alles für ihn tut, auch eingreift und so gezielt auch eingreift, dass es immer von Nutzen ist für den Klienten. Mhm. So lobe ich mir das. Mhm. Nicht immer so diese, ja, ich bin hier der Manager, greife nur ein und krieg dann aber trotzdem eins auf die Fresse und mein Klient verliert. Hä? Das gibt's ja so in manchen anderen Ligen. Don Callis, ja, schaff's in, egal wo er halt da antanzt. Genau, es ist ein ganz, ganz klassischer Heel-Manager. Ja, auch schon vom Auftreten her. Der Typ ist einfach so schmierig und so widerlich. Ja, das ist einfach dieser perverse alte Onkel, dem du nie dein Kind auf den Schoß setzen möchtest. Nein. Ja, genau so einer ist Don Callis und ist halt rhetorisch so unglaublich gut drauf und so schlau und weiß genau, was er wann sagen muss und wann er aufstehen muss und eingreifen muss für seinen Schützling. Gibt eine Situation, wo er im Kommentar eben sagt, dass Sami Callihan ja ein verdammt guter Wrestler tatsächlich ist. Aber er ist halt auch ein verdammter Sicko. Und den kannst du nicht als Champion haben. Ja, das ist im Endeffekt alles richtig gemacht an der Stelle. Du redest deinen Gegner nicht schwach. Mm. Ja, du hebst seine Stärken hervor. Er ist ein verdammt guter Wrestler, aber er ist halt auch ein durchgeknallter Penner. Ja, Psychopath. Ja, ein Psychopath. Ja, der bringt seine Essbestecke mit in den Ring. Was soll denn das? Ja, oder auch die Momente, wo er nichts sagt, ja, wo du ihn einfach nur ins Mikro schnaufen hörst, ja, das Match beginnt, es gibt direkt den Piledriver und einen Two-Count nach nicht mal einer Minute. Und du hörst ihn nur schnaufen ins Mikrofon und die anderen beiden Kommentatoren müssen es halt aufspielen. Jetzt setz dich erstmal hin, beruhig dich, das Match geht ja weiter. Ja, Callihan hat das aber eigentlich auch ganz schlau gemacht. Da halt, es war ja noch während der Lobhudelei. Da am Anfang halt gleich mal den Piledriver auspacken. Ja, die Oberhand gewinnen. Den Pizzacutter rausriemeln. Jam, jam, jam. Oh, der Pizzacutter. Also, ich habe mir ja gedacht, er packt ja erst die Gabel aus. Ja, und will er da mit der Gabel hier rummachen. Ja. Und die steckt er dann im Ringpolster. Eine ganze Weile. Das war ja auch ein ganz netter Spot. Ja, ich meine, Kishin Liger gefällt das.
Und dann packt er diesen Pizzacutter aus. Blut. Und das ist im Endeffekt auch direkt in der Anfangsphase des Matches, ja, dass ein Omega das ganze Match über blutend bestreitet. Don Callis regt sich tierisch drüber auf am Kommentar. Das ist unfair, sein Schützling sieht nichts, der blutet hier aus. Was ist es für ein Perverser, der einen Pizzacutter mitbringt? Ja, und die Fans alle so, yeah, weißt du, schöne Schlacht. Und dann dem Kenny Omega dann eben die Härte reinbringt und die ganzen brutalen Aktionen zeigt, da sagt er, ja, natürlich kenne ich das, ich war in ECW. Ja, hier muss man halt sagen, war halt, ja, schöne Schlacht. Alles dabei, was so ein Hardcore-Herz begehrt halt, ne? Also ich sag's mal so, habe ich ja vorhin schon gesagt, es war für mich nie die Frage, ob dieser Gürtel hier wechselt. Ja, für mich auch nicht, ist klar. Da sie es dann allerdings geschafft haben, eben, Match ging fast eine halbe Stunde, in der Schlussphase, dann ist es Awesome Chance eben zu provozieren und die Fans tatsächlich emotional in die Eier zu packen, dass sie tatsächlich gedacht haben, der Titel könnte hier wechseln, war halt dann tatsächlich in der Härte auch ein verdammt gutes Match. Ja, und das kann ein Callahan. Als Nicht-Callahan-Fan sage ich jetzt einfach mal, dass dieses Omega-Hardcore-Match besser war als das Omega-Hardcore-Match gegen Moxley. Mhm, ja. Und zwar um einiges besser. Ja. Ja. Ich denke auch, dass man da wirklich gut auch mit den brutalen Spots gespielt hat. Ja, also sowohl von den ganz offensichtlichen, wie mit dem Pizzaschneider oder eben der Gabel, die dann am Schluss Sami Callihan im Mund hat und gefischhuckt wird. Ja, Warhorse gefällt das. Mhm. Ja, der hat seitdem eine Narbe. Mm. Oder dann eben die ganzen Piledriver-Spots, ja, Piledriver direkt am Anfang, dann der Piledriver draußen auf dem Tisch, nichtsdestotrotz eben der One-Winged Angel als Killer-Move dargestellt, aus dem sich Sami Callihan ein paar Mal rausretten muss. Natürlich ist das Match irgendwann in der Phase, wo jemand eingreifen muss, wo der Titelgürtel wieder eingesetzt werden muss, ja, wo ich mir dachte, oh cool, wir sind wieder bei Double or Nothing. Aber ja, es ist gut. Halt, es ist halt mittlerweile eben die Kenny Omega. Ja, gut, Schiene. Er kann den Gegenstand ja jetzt legal benutzen, also no disqualification. Ja. Da muss er sich nicht dabei verstecken. Ja, also, aber das ist okay. Das ist halt eben dieses cheap Finish, ja, wenn es jetzt in jedem Omega-Match eben diese Gürtelschläge siehst. Übrigens, wenn man den tollen Heel Don Callis erwähnen, müssen wir auch einfach mal erwähnen, dass der Harley Race Bart Kenny Omega jetzt zum perfekten hier macht. Ja, die Klamotten, die er halt manchmal bei All Elite halt anhat, ja, das sieht wirklich aus wie so ein billiger Zuhälter, ey, mit dem Bart und so, mit den Klamotten. Ja, bei Impact kommt er manchmal irgendwie gestylter an. Ja, das hast du auch gesehen, wo sie diesen Rückblick gebracht haben hier. Ja. Hier kommen Omega und Don Callis. Ja, Omega hier in so komischen Klamotten. Don Callis mit dem Schal natürlich rum. Ja, weil Schalträger natürlich immer Heels sind. Ja, das ist ja auch etabliert. Während eben Callihan durch den Vordereingang kommt, bei den Fans vorbei, Servus und rein damit. Ja, das war in der Härte schon sehr, sehr gut. Und ich fand es tatsächlich auch in der Schlussphase sehr passend mit dem V-Trigger und dann die Thumbtacks aufs Knie noch mit drauf und Thumbtacks ins Maul rein und dann ja, in der Härte richtig so. Ja, wie gesagt, also ich habe mich gefreut, wo ich ja weiß, ja, wenn Callahan da mit involviert ist, ja, kommt da halt alles raus. So Tische, Stühle, Stacheldraht und ja, Mülltonnen. Ich meine, es war halt brutal. Ich fand das eine recht witzig, wo Callahan die Mülltonne rausholt, aber so gezielt in den Ring reinschmeißt und Omega auch trifft. Ja, weil das siehst du sonst normalerweise nie. Alle schmeißen immer alles rein, aber es fällt nie auf denjenigen irgendwie drauf. Und er so, ja, ist mir egal. Hier, bam.
Terry Funk ist jetzt gerade das zweite Mal da und freut sich. Ja, wahrscheinlich, da habe ich auch gedacht, das sieht man sonst so auch nicht irgendwie. Und ja, Tombstone gab es ja auch noch auf den Stuhl mit dem Stacheldraht. Und wo er den rausgeholt hat, da habe ich ja gedacht, Don Callis kriegt jetzt einen Herzinfarkt. Mhm. Weil er ist ja komplett ausgerastet. Und ich glaube, das war dann auch dann so, wo er auf den Ring Apron gestiegen ist, um da ein bisschen abzulenken. Da gab es dann auch, glaube ich, den Rev-Pump, oder? Mhm. Ja, doch. Ja. Und dann, ab da war ja dann auch klar, was dann kommt, halt das, nee, ich glaube, da gab es noch den Spike-Pile-Driver von Omega. Ja, doch, genau, danach gab es den Spike-Pile-Driver von Omega. Ja gut, Cover konnte er sich sparen halt, dann kam der zweite Rev raus. Und Omega halt voll pissig, ja hier, du hast nicht schnell genug gezählt und so, bam, und knockt halt den zweiten Ref aus. Ja, und dann, ja, dann kamen die Eingriffe, dann kamen die Good Brothers und der Gegenpart waren Eddie Edwards und Chris Sabin. Mhm. Und alle prügeln sich raus halt und ja, dann gab es halt dann nochmal so Pile-Driver-Action. Und dann kamen, glaube ich, die Reißzwecken, ja. Genau. Genau, und dann, da ist dann Callis aufs Apron gestiegen dann halt. Und ja, Callahan lässt sich halt dann doch ein bisschen ablenken und die Reißzwecken, die er da halt reingeschmissen hat, die benutzt, ja, Omega schleudert dem halt dann ein paar Reißzwecken ins Gesicht und dann kommen diese ganzen V-Triggers. Wie viel waren es? 3 oder so, glaube ich. Ja, er schmeißt ihm doch auch Salz ins Gesicht. Ah, ja, genau. Ja, genau. Und Don Callis sagt ja auch noch so hier. Das ist kein Puder, das ist Salz. Puder, das ist Salz. Ja, klar, so, weil Kelly hat zu dem Zeitpunkt ja auch schon blutet. Ja, es brennt voll und das war halt dann schon ganz gut. Ja, dann, glaube, die 2 V-Trigger waren dann mit den Reißzwecken am Knie halt natürlich. Und glaube, dann, bevor er den dritten halt noch rausholt, hat er ihm noch ein paar Reißzwecken, was ja auch mal so bei den Hardcore-Matches üblich ist, noch ein paar Reißzwecken in den Mund gesteckt. Und ja, dann gab es den dritten V-Trigger mit Reißzwecken im Mund und dann den One-Winged Angel in die Reißzwecken rein und ja, dann war es halt aus die Maus. Und ja, Match zu Ende. 27 Minuten kam mir gar nicht so lange vor, muss ich sagen. Nee, war tatsächlich sehr kurzweilig. Und ich fand es halt auch tatsächlich in seiner Form sehr smart, weil steigernd gebuckt. Ja, ich meine, du hast direkt den Schocker am Anfang mit dem Two-Count nach dem Pile-Driver und du hast sehr schnell am Anfang den Pizza-Cutter, klar. Ja, und der Pile-Driver sah auch echt sick aus, muss ich sagen. Ja, bei Sammy sehen die immer alle so scheiße aus, dass ich immer denke, die brechen sich echt bald das Knick irgendwie dabei. Ja, yes, weil er diese Pulling-Pile-Drivers macht, so wie Mick Foley. Ja, immer noch. Ja, Foley hat das auch mal gemacht, ja. Aber wie gesagt, ich fand es vom Aufbau her halt wirklich sehr smart, weil mit dem Pizza-Cut am Anfang direkt so einen Horror-Moment bringst, sage ich jetzt einfach mal, ja, und etablierst, dass Kenny blutet. Und ab dann hast du sozusagen den Reboot in dem Match und ab dann wird die Brutalität aufgebaut. Mm. Ja, dann kommt halt die Mülltonne, die wahrscheinlich noch das harmloseste ist. Dann kommen Stühle und dann kommt immer die Gabel zum Einsatz und dann kommt der Stacheldrahtstuhl. Dann gibt's den Piledriver da drauf. Dann kommen die Reißzwecken. Dann kommen die Reißzwecken ins Gesicht, in den Mund. Dann gibt es den Finisher da drauf. Das wird schon alles so steigern aufgebaut. Das ist schon sehr smart gebuckt gewesen. Ja, wie gesagt, ich hätte nie mit dem Titelwechsel gerechnet, aber ich war durchaus unterhalten von dem Match. Ja, das freut mich ja. Ja. Und dann, eine Matchart, die nicht so deins ist und jemand ist da drin, der auch nicht so deins ist. Genau. Überzeugt. Ja. Handwerklich absolut gut gemacht und ich sage es einfach nochmal. Don Callis hat das Ding für mich definitiv aufgewertet. Wenn jetzt da nur Striker und D-Lo gesessen wären, weiß ich nicht, ob das Match genauso gut bei mir angekommen wäre, wie es effektiv ankam. Mm. Don Callis ist halt derjenige, der das Ganze emotional bei mir rüberbringt. Auch ein schöner Kommentar an der Stelle, wo sie ihn auf irgendwas ansprechen. Hier, du bist doch Wrestler.
Und er meint so, ich bin retired. Now I'm a professional genius. Und da denke ich so, du bist so gut. Ja, ich möchte dir einfach sagen, wie gut du bist. Ich würde dir gerne die Hand schütteln. Ja, ich möchte den Ring küssen. Ah, guter Mann. Ja. Ja, natürlich sind die Good Brothers dann mit da und haben dann halt ihr Gold mit dabei und Kenny hat sein Gold und alle sind happy und die Biskliss ist am Feiern. Und dann geht das Licht aus. Und du denkst so, okay, wer kommt jetzt? Bullet Club. Und dann passiert halt das, was wir schon hier letztes Jahr auch gesagt haben, weißt du, hier Pandemie, Leute sind in den USA festgesessen, bringt doch den Bullet Club bei Impact. Mm. Ja, jetzt hier, Juli 2021, der Bullet Club ist bei Impact angekommen, der Chef ist höchstpersönlich da, Jay White, geiler Typ, geiler Bart, geiler Look, alles geil, kommt raus und konfrontiert die ehemaligen Bullet Club-Mitglieder. Und just dann, als die Elite-Fraktion sozusagen das Too Sweet hebt, siehst du, dass irgendjemand noch zum Ring gerannt kommt und in dem Moment kommt das Logo und die Show ist zu Ende. Ja, also ich hatte zuerst Juice Robinson erkannt und habe gedacht, naja gut, er wird nicht alleine kommen, also wird David Finlay auch halt mit eingetrudelt sein und war aber dann überrascht, hey, natürlich, wie, warum, hallo, da ist ja alles zu Ende. Moment, ich gedacht habe so, habt ihr jetzt wieder Scheiße gebaut oder ist das Absicht? Das ist jetzt die Frage. Bin mir an der Stelle tatsächlich nicht sicher. Also wenn es Absicht gewesen wäre, oder wenn es Absicht ist, dann hätte man für meinen Geschmack einen klitzekleinen Ticken früher oder einen klitzekleinen Ticken später ausblenden müssen. Ja gut, man hat nicht gesehen, ob White das Bullet Club-Zeichen halt in dem Sinne erwidert. Ja genau, aber ich... Ab da war es ja weg. Genau, aber ich hätte ich halt... Ich glaube, das wollte man halt dann auch so. Ich hätte halt ausgeblendet, noch bevor du siehst, dass da jemand zum Ring kommt. Ja, vielleicht ist er zu früh reingelaufen. Oder dass du eben noch siehst, dass jemand kommt und dann muss der Kommentar aber sagen, Leute, wir haben keine Zeit, wir müssen weg. Wir klären das am Donnerstag auf. Ja. Oder wann auch immer Impact kommt. Hm. Also ich habe dann auch natürlich... Dann auch, habe ich dir ja auch noch dann geschickt gehabt, ein Video gesehen, also gute Qualität. Die Handys mittlerweile sind da so gut. Soll ich es jetzt erwähnen? Oder so? Ja, kann man doch eigentlich das erwähnen. Kann man oder? Das kann man. Ja. Also, so kein bevor White oder halt ja dieses Zeichen annehmen oder ablehnen kann, kommt erst Juice Robinson rausgerannt und oder David Finlay beziehungsweise, ja, und stürmen in den Ring, Finlay, und Finlay geht natürlich auf Juice Robinson los und in dem Moment... Jay White. Ja, Jay White. Und in dem Moment kommt auch Callahan wieder rein. Ja, dann gibt es halt eine kurze Prügelei zwischen allen so irgendwie. Und Omega und Callis und dann auch zum Schluss die Good Brothers sind dann schnell aus dem Ring wieder draußen. Und dann hast du halt die drei im Ring drin und Jay White kommt halt von draußen wieder rein und schnappt sich halt David Finlay und verpasst ihm seinen Finisher und er geht dann schnell wieder aus dem Ring raus, geht die Rampe halt hoch und ja, guckt sich nochmal die Gürtel, die da immer noch auf dem Boden rumliegen, an. Ja, und geht. Und dann, ja, kommt nochmal kurz sein Team und dann ist er weg. Ich meine, dass White und Finlay da aufeinander losgehen, ist absolut passend, weil die beiden bei New Japan Resurgence den Main Event bestreiten werden. Was ich jetzt nicht wusste, von daher... Es ist ja auch so, dass David Finlay mit Jay White aus dem New Japan Cup rausgeschmissen hat dieses Jahr, was Jay White als den größten Upset und die schlimmste Niederlage seiner Karriere bezeichnet hat. Da ist also eine Geschichte dahinter. Ist auch so, dass die beiden ja gleichzeitig Young Lions waren im New Japan System.
Ab der Geschichte könnte ich wieder einsteigen, Ja, weil und das habe ich ja auch noch ja, genau. Und gekriegt. der Hintergrund ist einfach der, dass Finlay damals das erste Aufeinandertreffen der beiden gewonnen hat und danach alle verloren. Alle One-on-Ones gegen Jay White verloren, bis eben dieses Jahr der New Japan Cup kam und Jay White halt super cocky da reingeht und sagt, ja, es steht, keine Ahnung, 35 zu 1 oder sowas. Oder ja, keine Ahnung, was jetzt die richtige Zahl ist, aber eine sehr hohe Siegesquote für ihn. Und dann verliert er das Ding halt ganz klar gegen den Underdog David Finlay. Und deswegen gibt es eben bei Resurgence eben dieses Titelmatch um den Never Openweight Title. Insofern ist es absolut logisch, dass die beiden jetzt hier aufeinander losgehen. Natürlich sind Finn-Juice da draußen auch, weil sie die Titel an die Good Brothers verloren. Nee, an BBD verloren hatten. Nee, sie hat sie an BBD verloren, richtig. Ja. Aber sie möchten natürlich von den Good Brothers die Titel wieder zurück. Also die haben da durchaus eine Existenzberechtigung da draußen in der Gemengelage. Was jetzt da natürlich hier mit Elite und Bullet Club und so passiert, das steht mir auf dem anderen Blatt. Das Witzige ist ja daran, wie ich dir jetzt gesagt habe, also Jay White und David Finlay weiß ich, weil ich die Anfänge ja von beiden halt so mitgekriegt habe als Young Lions. Jetzt den Rest später nicht mehr. Auf Twitter gibt es auch sehr viele Impact Wrestling-Leute, die kennen Jay White nicht. Die wissen überhaupt nicht, wer es ist. Mit Sicherheit, ja. Ja. Also Und für ich habe auch, die ich ist habe jetzt dieses Ganze, das ist das, was ich meine, diese Koop und eigentlich will ich nur Impact gucken. Jetzt kommt der New Japan, aber ich kenne die Hälfte der Leute nicht. Plus, dass dieses Bullet Club, was bei vielen ja, Zuckungen auslöst, aber keine guten, kommt auch noch dazu, weil manche sagen, oh nee, nicht schon wieder Bullet Club Gedöns, das habe ich mir jahrelang genug angeguckt, habe ich keinen Bock mehr drauf. Und andere Hälfte kennt Jay White nicht. Und die andere Hälfte rastet natürlich komplett aus, weil sie es geil finden. Das ist, weiß ich nicht, ob das ein sehr zweischneidiges Schwert für Impact sein könnte. Muss man sehen, was halt dann, ja, vermutlich die, ja, Einschaltquoten betrifft. Aber der letzte Pay-Per-View war ja auch der bestverkaufteste Pay-Per-View, glaube ich, der letzten 4 Jahre oder so. sein, ja. Ja, hatte ich gelesen. Also von den Verkäufen her sind die Events für Impact sehr lohnend. Weil, wie es jetzt halt weitergeht, weil, wie gesagt, also ich hatte auch mit jemandem eine Diskussion. Ich war auch ein bisschen sehr pissig, weil mir das, es war halt ein bisschen too much, viel. Wo ich auch erst zu dir gesagt habe, es war ein bisschen viel, viel andere liegen und wenig Impact. Nachdem wir wieder drüber gesprochen haben, ja, ruder ich wieder mal ein bisschen zurück. Und gut, kann das alles nachvollziehen, aber ich muss halt auch schauen, ob mir das dann so gefällt. Aber ich weiß ja, dass es bei New Japan halt zurzeit nicht gerade sehr gut läuft. Auch wegen der Pandemie, Ibushi krank, und sie haben sehr wenig Der Leute. komplette Main Event ist angeschlagen. Ja, und von daher kann ich es verstehen, dass man jetzt da mehr aufhört, und es ist dann für mich auch okay, weil New Japan, es sind gute Leute, und natürlich weiß ich auch, dass die Matchqualität, wenn jemand von New Japan da ist, sehr hoch ist. Und natürlich, wenn man es gut bookt, kann man mich dann halt wahrscheinlich dann auch überzeugen, und dann ist das okay. Ich denke, was ein ganz, ganz wichtiger Punkt jetzt sein wird im Rahmen des Tapings, ist, dass du Jay White natürlich unbedingt ein Mikrofon in die Hand geben musst. Weil er einfach ein herausragender Talker ist. Im Gegensatz zu vielen anderen Main-Eventern aus New Japan ist er halt auch Englisch sprechend. Ja, also ich meine, du Ja. könntest natürlich jetzt auch hergehen und sagen,
Boah, guck mal, wir haben ja jetzt auf einmal einen Okada in der Impact Zone stehen. Aber der grinst dann halt ins Publikum, sagt Thank you, have a good night und sowas, ne? Und das war's dann halt. Während ein Jay White als Australier, beziehungsweise als Neuseeländer, Entschuldigung, da natürlich viel rhetorischer vorgehen kann, seine Stärken dann noch stärker ausspielen kann. Ja, also für das nächste Taping, glaube ich, ist der da ganz gut positioniert. Wenn du jetzt da was mit White gegen Omega aufbaust, warum denn nicht? Warum denn nicht? Ja, wie gesagt, halt zweischneidiges Schwert, glaube ich. Ja. Obwohl, ich meine, so eine Twitter-Blase ist ja auch immer relativ klein. Man hat ja auch die vielen Leute, es ist da auch immer dieselben Leute. Aber deswegen gucke ich mir manchmal unter dem Hashtag dann auch immer die Kommentare halt an. Und viele sind natürlich komplett ausgerastet, einige halt nicht. Zufriedenstellen wirst du nie alle können. Das ist halt nur so. Nee, aber nicht. Man muss halt gucken, dass man, finde ich halt auch, aufpassen, dass es nicht ausartet, dass man zu viel der anderen Promotion, ich meine, hätte man jetzt nur New Japan, das hat man aber nicht, man hat da New Japan, man hat da noch All Elite Wrestling, aber gut, AAA ist jetzt, und NWA, sage ich mal, das ist ja Kleinmist, weißt du? Das ist jetzt nichts Großartiges, aber New Japan und All Elite Wrestling können sehr viel einnehmen. Man muss halt aufpassen, dass man da nicht so viel einnimmt, dass der Charakter von Impact an sich selber verloren geht, den man sich in den letzten Jahren, was wir ja auch als erwähnt haben in dem Podcast, wieder versaut oder so weit zurückfährt, dass die eigene Identität dann wieder ein Stück verloren geht und dann, wenn alle wieder weg sind von New Japan und All Elite Wrestling, dann wieder dasteht und wieder von vorne anfangen muss, weil man nichts hinterher aufgebaut hat, was den eigenen Bereich der eigenen Wrestler betrifft. Aber da sehe ich halt die X-Division und natürlich die Knockout-Division und da halt auch vielleicht dann noch die Knockouts-Tag-Team-Titel auf einem guten Weg, dass das Dinge sind, die Impact ausmachen und dass man die vielleicht für sich behalten muss und da vielleicht nicht ganz so viel andere Ligen mit reinfummeln lassen sollte, bin ich der Meinung. So, ja, wobei man sagen muss, dass jetzt die einzigen Leute, die jetzt hier auf der Card aufgetreten sind und die keine festen Impact-Guys sind, waren Finn Juice als New Japan-Vertreter, Thunder Rosa als Independent-Wrestlerin und Kenny als AEW-Guy. Ja. Ja, und grundsätzlich ist es ja so, und das haben wir ja in ganz vielen Podcasts ja auch schon gesagt, die Leute schalten dann vielleicht bei Impact ein, weil sie von Kenny in die Sendung gezogen werden, weil sie Kenny Omega ganz nett finden. Ja, sehen ein Josh-Alexander-Match und verlieben sich in den Typen. Ja, wie gesagt, oder Diona Purrazzo. Ja, ein Wandel hat ja schon stattgefunden. Also der Wandel halt, dass man jüngere Zuschauer mehr dazu bekommen hat als jemals zuvor. Mhm. Und man ist von den jüngeren Zuschauern halt die zweite Sendung nach All Elite Wrestling, die glaube ich bei der letzten Sendung auch mal wieder über 1 Million gekommen sind, ist auch stark. Die WWE hat, glaube ich, hat Jan ja auch gesagt, zugelegt. Ja. Geht jetzt wieder aufwärts mit Wrestling halt, wenn die Fans dazukommen. Man ist dann, ja, man will wieder Live-Action sehen mit Emotionen. Und deswegen ist es zwar ein bisschen viel vielleicht für manche Leute, für mich manchmal auch, aber ich bin da schon jemand, wenn ich gucke es mir ja an und sage dann ja, okay, es hat mich überzeugt oder hat mich halt nicht überzeugt. Von daher. Ja, aber wie gesagt, ich sehe jetzt nicht, dass die Identität von Impact irgendwie verloren gehen würde im Moment. Ich meine, ja, ich gucke jetzt nicht die Weeklies,
komplett. Ich gucke mir da, wie immer, wenn ich Wrestling gucke, Cherry-Picking-mäßig einzelne Segmente oder einzelne Matches an. Ich gucke mir jetzt hier diesen Pay-Per-View an. Ich kann es nur aus der Situation jetzt raus hier bewerten. Ja, ich habe hier bei dieser Show nicht das Gefühl gehabt, dass ich nicht eine Impact-Show bekomme, sondern irgendein Mischmasch. Ja, ich habe zum Beispiel die Good Brothers, kann ich halt nicht mehr sehen. Weißt du, deswegen war mir hier das Match auf der Card mit den Good Brothers auch. Ja, aber ich meine, die Good Ich Brothers sehe sie bei sind All Elite Wrestling, ich sehe sie in der Impact Show, in der Wochenshow. Wenn ich die schon in der Wochenshow sehe, dann gucke ich auch nur noch mit einem halben Auge dahin. ja, Weil ich das. sie dann bei All Elite Wrestling auch wieder einlaufen sehe. So, ah. Bei manchen Leuten. Klar, wenn du nicht so der Fan bist und du kriegst die halt in jeder Sendung und dann auch noch in jeder Liga halt vor die Nase, denkst du dir auch, oh, Alter, geht mir nicht auf den Sack. Also die Good Brothers sind für mich so ein bisschen was wie die Dudley Boys tatsächlich. Ja, also ich Ja. freue mich, wenn die, wenn die eine Weile weg waren und die kommen wieder, da freue ich mich. Aber ich habe mich auch mal sehr schnell an Good Brother Matches satt gesehen, genau wie bei den Dudleys. Die Ja, Dudleys haben mir immer gefallen. Das kann ich gar nicht, den Vergleich kann ich gar nicht mitgehen. war bei mir, da kann ich jetzt nur für mich sprechen, war bei mir immer so, Ja. dass die Dudleys wie ein Comeback haben, alle flippen aus und nach 4 Wochen denkst du so, ach schau an, die Dudleys sind auch da. Ja, dann weißt du, was ich meine. Ja, und genau so geht es dir halt mit den Good Brothers. Ja, die sind ein gutes Team, da brauchen wir, glaube ich, gar nicht drüber diskutieren, aber sie sind halt, ich sage es einfach mal, sehr eigen. Ja, es ist jetzt nichts, was super spektakulär ist. Es ist ein grundsolides Team, was so heimlich still und leise eine verdammt gute Chemie entwickelt hat. Auch über den Ring hinaus. Also wenn du dir die privaten Unternehmungen von den beiden anguckst und was sie eben bookingmäßig noch aufstellen, außerhalb von Impact oder AEW, gerade eben Gallows mit seiner eigenen Liga, wie im Talking Chopper Mania Projekt, das ist irgendwo was, wo du denkst, okay, du verstehst, die haben Liebe fürs Business, die haben Spaß an dem Scheiß, aber die möchten halt auch ihren eigenen Humor da reinbringen. Ja, das darfst du oft einfach auch nicht ernst nehmen. Und insofern kann ich die akzeptieren für das, was sie sind. Und aktuell sind sie halt in der Story wichtig. Ja, Als man sieht ja bei New Japan auch immer halt. ja. Ja. Ja, da haben wir doch, glaube ich, eine ganz ordentliche Show gesehen, würde ich sagen. Ja. Wie gesagt, auf die weiteren Wochen, auf die Spoiler gehen wir nicht ein. Hab mir eingangs Ja. erklärt. Dann wären wir eigentlich am Ende, oder? Wir sind am Ende. Wir sind am Ende. Dann ziehen wir es gar nicht groß künstlich in die Länge, sondern geben wir noch ein Fazit und eine Wertung ab und fahren nach Hause. Ja, bei der Verwertung sitze ich hier alles schon und wackel und überlege schon seit 5 Minuten, was nun, was gebe ich nun? Ich hatte die ganze Zeit keine Wertung im Kopf und habe sie eigentlich immer noch nicht im Kopf. Also gut, ich kann es, wie gesagt, hatte ich ja gesagt, verstehen, dass man manche Matches draufgesetzt hat. Aber Eddie Edwards und dieses Finchus-Gedudel hätte locker in eine Wochenshow gepasst. Wäre es ein bisschen kompakter geworden. Dann hat mich so Thunder Rosa doch mehr überzeugt, als ich es vorher erwartet habe. Main Event Opener sind die Matches überhaupt, die man gesehen haben sollte, wenn man mal reinschauen will. Das Pre-Show-Match ist für mich persönlich Fan von DK natürlich, ja, natürlich große Freude. Chelsea Green, Cardona ist nicht so meins, aber gut, zum wieder runterkommen nach dem Opener war das okay. Das, was ich nicht so sehen wollte, war alles okay und es wurde auch nicht in die Länge gezogen. Das muss ich hier bei Impact
auch immer mal dazu sagen, dass, wo man sagt, ich bin da gar nicht so involviert, eigentlich will ich es gar nicht sehen, hält man das immer sehr kurz von der Zeit, so dass man zum Schluss immer sagen kann, ja gut, war ein okayes Match, von der Story her auch okay, was erzählt worden ist, kann man lassen. Und ja, auch Chris Sabin Moose war halt der Oberschocker durch die Niederlage von Moose. Spannung ist drin, was man mit Moose halt macht. Ich gebe eine gute 8. Eine gute 8. Ja. Gute 8. 8. 8,0. 8,0. Ja. Okay. Ich stimme dir in ganz vielen Punkten bei der Bewertung zu. Von der Grundtendenz. Opener war zusammen mit dem Main Event eine wunderbare Buchstütze um die Show rum. Main Event war das längste Match des Abends, Opener das zweitlängste. Dazwischen hattest du kein Match, was über 12 Minuten ging. Nee, das heißt, das war alles sehr kurzweilig. Ja, selbst wenn du jetzt da in irgendeinem Match nicht wirklich involviert warst, ist halt die Gefahr dann auch sehr gering, dass es sich wie Kaugummi zieht, weißt du, dass du dann eben geistig auscheckst. Mhm. Ja, sogar sowas wie eben Finn-Shoes, die dann spontan auf die Card kommen, die müssen sich jetzt dann nicht irgendwie unnötig 5 Minuten oder so mit den anderen beiden rumkloppen, sondern das Ding ist in der Minute durch. Ja, das Cardona und Green-Match gegen Myers und Dashwood geht auch nur ein bisschen über 5 Minuten. Ja, also das sind keine Schmerzen, die du da hast bei der Show. Ich hab mir die Show nicht live angeguckt, sondern im Nachgang, habe dann gesehen, Laufzeit fast 3 Stunden. Und ich bin ja mittlerweile jemand, der ja so lange Shows und auch die 3-Stunden-Show ist für mich mittlerweile lang. Ich habe mir in der Pandemie irgendwie so 2 Stunden als Maximum angewöhnt, 2, 2,5. Die ging echt gut wegzugucken. Die war sehr kurzweilig, die Show. Auch die Matches, wo ich im Vorfeld gesagt habe, boah, was will ich denn damit hier? Sabin und Moose oder eben Morrissey und Edwards. Das waren unterhaltsame Matches. Die konnte man gut gucken. Der Main Event, dafür, dass da für mich da das Ergebnis von vornherein klar stand, hat er mir sehr gut gefallen. Das Frauentitelmatch war sehr gut. Wie gesagt, Opener war ich hin und weg davon, was da Kreativität rausgekommen ist. Pre-Show-Match mit dem richtigen Sieger, das müssen wir natürlich dann auch noch dazu erwähnen. Und ich war angenehm überrascht, dass wir relativ wenig technische Abfucks hatten. Bis auf den einen eventuell großen am Schluss, wenn es einer ist. Da sind wir uns jetzt auch nicht einig, ob es einer war. Mhm. Ja, Jan hat es ja so schön bei uns in unserer internen Gruppe geschrieben, Impact macht Impact-Sachen. Ja, wo ich mir denke, ich weiß es nicht, ob Impact da Impact-Sachen macht oder ob Impact da einfach einen ganz fiesen Cliffhanger baut. Der halt einfach wie Impact-Sachen wirkt. Ja, Reality Era und so. Muss man sehen dann in der Wochenshow dann. Genau. Aber so kann ich jetzt halt einfach nur mal die Show bewerten. Da gibt es für mich nicht so viel auszusetzen dran, nicht so viel zu meckern. Und deswegen kann ich da auch gar nicht so viel abziehen. Und eine gute 8 ist für mich persönlich zu wenig. Ich gebe eine ordentliche 9. Wow. Wow. Ich hab ja richtig Spaß gehabt an der Show. Krass. Du, ist das jetzt, glaube ich, das erste Mal, dass du mich hier übertrumpfst? Also ich glaube ja. Ich habe irgendwo einen Kommentar gelesen, ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat, das ist die Streak von 3 Jahren hervorragende Pay-Per-Views geht weiter. Würde ich jetzt an der Stelle nicht sagen, hat man ja in den vergangenen Podcasts ja auch schon gesagt, dass die Pay-Per-Views, die Impact jetzt rausgebracht hat, ein kleines bisschen schwächer geworden sind als im Vergleich zu vor 2 Jahren.
Aber das hier, das war wieder so ein Brett, wo ich mir denke, okay, follow that. Ja, ich gucke hier gerade mal bei Cage Match. 4 haben eine 10 gegeben. Das ist auch schon wichtig. 17 haben eine 9 gegeben. 21 eine 8. 23 eine 7. Und zweimal eine 5 und zweimal eine 6. Das heißt, wir liegen beide in dem Bereich schon zwischen 8 und 10. 7, 8. 7 Ja, bis 9 ja. ist ja. Also 7,86 im Durchschnitt ist bei Cage Match aktuell, als wir hier aufnehmen. Das ist auch eine faire Bewertung, finde ich. Wie gesagt, ich kann jetzt halt für mich subjektiv nur werten. Für mich war es ein bisschen besser als das. Ja, ist es eine 10er-Show? Auch hier nochmal aus dem Nähkästchen geplaudert. Jans erste Reaktion war 10 von 10. Ja, Ja, ne? der hatte auch scheinbar richtig viel Spaß an der Show, bis er dann eben schreibt, Impact macht Impact-Sachen. Jay White, du. Ja, weißt du, dann werten halt so ein Don Callis und Jay White eine Show für mich auf. Ja, hier bei Knickbruch auch. Ja, 11% eine 1, 78% eine 2. Ja, das ist Keine absolut fair. 3 und 11% eine 4, keine 5 und keine 6. Weil es einfach auch eine gute Show war. Das war keine durchschnittliche Show. Es war eine gute Wrestling-Show. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Ist die Maus kein Faden ab, ja. Ja, da hat Impact ganz viel richtig gemacht an dem Abend. Natürlich mit den Erwartungshaltungen gespielt, die man im Vorfeld hatte. Aber haben jetzt da nicht irgendwie sinnlos Leute verpflichtet aus der aktuellen Welle, sondern eben tatsächlich Überraschungen präsentiert. Inwieweit die sich dann eben durchsetzen können, eben No Way oder ein Drama King, Ja gut, wie ich sie alle meine, heißen. Impact holt ja auch viele mal nur so halt, ne? Auch ohne Verträge dazu. Und ich meine, Also von daher. ich weiß, dass du jetzt persönlich mit dem Cardona und Brian Myers nicht so viel anfangen kannst. Ich meine, die sind halt auch durch ihre langjährige Assoziation, ja, WWE-Geist im Kopf. Aber Das Problem ist, da fand ich sie ja auch nie toll. Und jetzt ja, ist die sind halt halt. sehr durchschnittlich, ja, sagen wir einfach Ja. so. Aber ich meine, du brauchst auch solche Durchschnittstypen für eine durchschnittliche Midcard-Fehde. War das nicht, glaube ich, sogar genau die Formulierung, die wir auch beim letzten Review hatten, als die beiden ihr Match hatten, ja? Ja. Zwei durchschnittliche Typen mit einem durchschnittlichen Match auf einer durchschnittlichen Position. Ja. Ja, war doch genau das. Nee, sie meinen ja, ihr Handwerk ist gut und sie Ja. haben ja auch ihre Fans. Ja. Und man kann halt nicht von alles oder jedem Fan sein. Das ist halt Ja. mal so. Und es kann halt auch nicht jeder Main Eventer sein. Ja, Nee. ich meine, in so einem Stamm hast du halt Indianer und du hast einen Häuptling. Ja. Ja, und die zwei sind halt gute Indianer und gutes. Oh, Don Callis ist der Und Oberhäuptling. Don Callis ist der Häuptling von den Häuptlingen. Wobei, so wie der manchmal Crazy drauf ist, Man. glaube ich, ist es der Medizinmann. Crazy Man, ja. Die Invisible Verrückt. Hand. Ja, gut, dann haben wir 8 und 9 Punkte hier. Ich bin gespannt, wie ihr da draußen die Show bewertet. Das könnt ihr uns gerne in die Kommentare reinschreiben, am besten unter dem YouTube-Video, dann können wir das auch lesen und eben auch darauf eingehen und gegebenenfalls auch eine Diskussion starten. Das könntet ihr auch bei uns in unserer Facebook-Diskussionsgruppe, da könnt ihr gerne mit reinkommen. Ansonsten guckt ihr einfach auf wrestling-talk.de. Da findet ihr auch E-Mail und den Twitter-Account, den Nicole verwaltet. Da könnt ihr da auch nochmal mit uns kommunizieren. Von Und dort, der Matze auch ab und zu da macht sie so. auch ab und zu, ja. Ja. Ja, unter wrestling-talk.de findet ihr dann auch die ganzen Stellen, wo ihr die ganzen Podcasts runterladen könnt. Findet unser komplettes Archiv, wo ihr mit Sicherheit eine Sendung findet oder zwei, die euch gefallen. Ja. Nicole, du hast vorhin schon unser Kick-Tipp-Spiel erwähnt, unser Tippspiel. Ja, jetzt auch mit Impact. All Elite Wrestling und WWE. Sehr schön. So. Ja. Was haben wir noch? Was müssen wir zum Placken?
Wenn ihr das jetzt hier hört, dann haben wir gerade schon auch über Money in the Bank gesprochen. Und wir werden in Kürze auch mal wieder eine Time Machine rausballern zum SummerSlam 96, wo der Matze und ich dann cool 25 Jahre in die Vergangenheit reisen. Das Ganze ist auf meinem Mist gewachsen und ich denke mir so, was zum Geier hat mich da geritten, als ich mir diese Show gerade angucke. Muss ich dann auch mal gucken, hey. Ich weiß, warum ich mir die Show ausgesucht habe, das wird dann auch in der Time Machine begründet, aber ich habe nichts im Kopf, muss ich gerade sagen. Was, 96? 96. Okay. Boiler Room Brawl. Oh. Mankind gegen Undertaker. Stimmt. Shawn Michaels gegen Vader im Main Event. Ui. Ist alles noch vor der Attitude. Ja. Dein Freund Steve ist im Dark Match. The Ring ist im Dark Match, ach ja. Lieber Gott. War er da noch The Ring Master? Nee, da war er schon Steve Austin und der kämpfte im Dark Match gegen Yokozuna. Ui, ui, ui. Ja, und dann bekommen wir ja auf der Karte so wunderschöne Klassiker wie Jerry Lawler gegen Jake Roberts. Oh, Jake. Ja, Cowboys gegen Schweinefarmer, gegen Fitnessgurus, gegen Hippies. Okay, Hauptsache Jake ist auf der Karte, dann muss ich den nur anhimmeln, dann ist alles gut. Ja, also da kann man viel Spaß haben oder auch nicht. Findet's raus. Geil. So, Nicole, wir sind durch. Wunderbar. Ein bisschen über 2 Stunden heute gerutscht, aber das ist okay. Wir haben einiges zum Bereden gehabt. Insofern würde ich sagen, ziehen wir es jetzt eben definitiv nicht mehr unnötig in die Länge. Wir verabschieden uns jetzt, du darfst anfangen und ich mache die Kiste zu. Ja, ich sag, wie immer, bleibt uns gewogen und bleibt sauber und stabil und schaut, was euch Spaß macht. Bis demnächst. Gut, dann sage ich an der Stelle wie immer vielen Dank, Nicole, fürs Zuhören. Fürs gerne. Fürs, ja, dafür, dass du mir zuhörst und dass du mir auch ab und zu Antwort gibst. Ich weiß auch nie, wie ich das schaffe, dir immer zuzuhören, aber ja, geht schon. Ich bewundere dich auch immer dafür. Ja, also, ich mich auch. Das ist einfach die Lebenserfahrung, die da aus dir rausspricht. Ja. Und, klopfen wir mal auf die Schulter hier. Ja. Brav. Ja. Gut, also nochmal, 2. Versuch. Nicole, vielen Dank fürs Mitmachen. Gerne. Euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr könnt jetzt im Nachgang mitmachen. Ja, und ansonsten hat Nicole gerade schon gesagt, bleibt sauber, bleibt stabil, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal, Wanker, Wanker.